So, na, oh, was geht bei euch? Hi zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Willkommen. Ey, ohne Witz, jetzt wo ich auf Twitch und YouTube gleichzeitig streame, brauche ich so dringend einen dritten Bildschirm hier. Ich hatte immer zwei Bildschirme und bin damit eigentlich super klar gekommen. Also wirklich überhaupt keinen Grund für einen dritten Bildschirm. Aber jetzt... Boah, krass. Ist der zweite jetzt überladen, der, auf dem ich nicht spiele. Aber ich habe so einigermaßen alles im Auge. Moment, gerade sage ich es und dann ist ein Stück vom Chat verdeckt. So, jetzt habe ich aber so einigermaßen alles im Auge. Happy Halloween, auch euch, auch dir Red, hi zusammen. Auch dir Vampire Girl, hi. Ja, krass, ne? Schon wieder Halloween. Ich habe gar nichts vorbereitet für Halloween, weil hier ist sowieso jeden Tag Halloween. Ne? Halloween ist bei uns normal. Jeden Dienstag 18 Uhr ist Halloween. Deswegen ist das hier nicht wirklich ein Halloween-Special-Stream, sondern ein Special-Stream an Halloween oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Whatever. Hi. Hi, Manuel. Hi, dieser Urtyp. Wie geht's euch? So, ich bin heute zum ersten Mal in meinem zukünftigen oder aktuellen neuen Büro. Es ist alles noch ein bisschen spärlich und provisorisch eingerichtet. Da drüben, das könnt ihr jetzt nicht sehen, sind noch ganz viele Kartons und leere Schachteln und Regale sind nicht aufgebaut. Ne? Es ist gerade alles noch Work in Progress. Ich glaube, hier drin ist auch noch ein bisschen Echo. Aber es wird schon gehen alles, schätze ich mal. Hallo, Schnurbi. Für mich existiert Halloween nicht, zumindest nicht als Feiertag. Ist heute, ich glaube, heute ist heute in manchen Bundesländern ein Feiertag. Wenn man selbstständig ist, spielen Feiertage keine Rolle mehr, deswegen weiß ich das nicht. Aber irgendwas ist doch heute oder morgen oder so offiziell, ne? Schaut doch gut aus, dein Kinderzimmer. Basically ist es wieder ein Kinderzimmer. Im Endeffekt, ja. Der Raum, wo die ganze Technik steht halt. Reformationstag. Morgen ist Allerheiligen. Das sagt mir alles nichts mehr. Ich kenne mich nicht mehr aus. Morgen ist Allerheiligen, alles klar. Und was ist Allerheiligen eigentlich? Irgendwas mit Jesus bestimmt oder so. Naja. Außer Hessen und Berlin, die haben nichts. Ja, ja, das habe ich heute schon gehört, dass in Berlin eben kein Feiertag ist. Genau, stimmt. Ja. Hi, Puzzles. Na, Schönchen, Leute. Resident Evil 2 steht wieder auf dem Programm. Wir sind mittendrin. Ich war schon im Uhrenturm, im verbotenen Uhrenturm. Aber wir hatten irgendwie nicht die richtigen Items dabei. Jetzt bin ich nochmal zurückgegangen und habe die Kurbel geholt. Und ich glaube, Kurgel und Knödelrad brauchen wir, ne? Sonst hoffentlich nichts. Oder habe ich was vergessen? Hier sind ein paar, die das Spiel auswendig kennen. Ihr könnt mir bestimmt sagen, bevor ich umsonst losgehe. Dann können wir mal gucken. Ich bin gespannt. Ich sitze ja jetzt quasi hier am Rechner und bin an den Rechner gefesselt. Aber wir haben theoretisch eine Schüssel Süßigkeiten vorbereitet. Ich weiß nicht, ob bei uns in der Gegend Kinder gehen, aber wir wären ready dafür. Die sollen kommen. Werden sie schon sehen, was sie davon haben, nämlich Süßigkeiten. Reformationstag ist was Evangelisches, ne? Glaube ich. Ich komme ja aus Bayern, das ist so ein katholisches Bundesland. Da kennt man sowas nicht. Ja. Okay.
Dann machen wir weiter, würde ich sagen. Ah, ich muss mal ganz kurz noch schnell die Fenster ein bisschen anders anordnen hier, weil ich merke gerade, dass es mehr Sinn macht, Moment, wenn ich die beiden Chats eher so im Blickfeld von meinem Spielebildschirm habe. Ich hasse das. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach nur einen Rahmen irgendwo in ein Eck schieben wollt, ein Fenster, und Windows will immer gleich diese... Hier, willst du nicht irgendwie vier verschiedene Fenster anordnen? Nein, ich will nur das verschieben. Lass mich. Bei mir hat noch nie jemand geklingelt. Alle Süßigkeiten für mich. Ehrlich gesagt hoffe ich da auch ein bisschen drauf. Wir haben so viele Süßigkeiten hier. Und wenn die nicht kommen und die abholen... So viele Süßigkeiten nur für uns. Das wird die nächsten Tage großartig. Wir haben viel zu... Wir haben eh, ne? Wir haben quasi die gute Ausrede jetzt gehabt mit Halloween und Kinder kommen und so weiter. Da haben wir gesagt, na, vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr Süßigkeiten kaufen. Kaufen wir lieber hier auch noch. Und die sind doch gut. Die können wir doch auch noch mitnehmen. Und hier, die sind einzeln verpackt. Das ist doch ganz großartig. Wir könnten, glaube ich, weiß nicht, wir könnten halb Berlin mit Süßigkeiten versorgen, glaube ich. Naja. Meine Schale ist eh immer abgestellt. Ach so, deine Schelle. Alles klar. Echt? Aber dann kriegst du gar keine Päckchen und nix. Ist das nicht nervig? Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich Päckchen immer holen müsste. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wo ich gerade hingehe. Lass mich mal schnell gucken. Und ehrlich gesagt habe ich schon wieder vergessen, wie die Steuerung jetzt auf diesem Controller hier funktioniert. So, warte mal, genau. Ich glaube, ich bin sogar richtig. Ja, perfekt. Ey, super. Zumindest einigermaßen, glaube ich. In die Packstation. Na gut. Wäre nichts für mich. Ich würde die Päckchen nie abholen, einfach, glaube ich. Heute wollen die Kinder Prime und Energy. Was ist denn Prime? Also ich kenne nur Amazon Prime. Ich hätte gern euren Prime Sub übrigens. Falls ihr Amazon Prime habt, ne, könntet ihr kostenlos hier auf Twitch diesen Stream unterstützen. Ich sage ja nur, das hätte ich gerne. Aber Energy brauche ich nicht. Energy habe ich. Wo geht die Tür, wo die Statue? Ich weiß, was du meinst, die zerbrochene, kaputte Tür. Ich meine, die wird für eine Cutscene benutzt. Ich glaube, da krabbelt Cherry durch. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob das stimmt. Ist Prime nicht ein Energy Drink oder so? Es kann sein. Hallo, Armin. Wie geht's? Ich glaube, die Tür ist nur für eine Cutscene da. Ich glaube, die kann man nie betreten. Wir wissen nicht, was da dahinter ist und werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Keine Ahnung. Ich weiß zumindest nicht. Bei uns gibt es erst Süßes zum Martinstag. Oh, wann ist denn der schon wieder? Ich kann mich noch erinnern, dass da als Kinder hatten wir da immer diesen roten Mantel mit Glättverschluss, den man mit dem Plastikschwert durchschneiden konnte. Das war schon cool. Aber ich, wie gesagt, Feiertage haben für mich keine Bedeutung mehr. Doch, Feiertag ist dann, wenn Merlin zu Hause ist. Deswegen weiß ich's. Wie lange musst du noch spielen? Meinst du jetzt an Resident Evil 2? Dadurch, dass ich vorhabe, dass wir auch Claire B und dann Claire A und Leon B machen, haben wir schon noch ein bisschen was vor uns. Aber jetzt auch in dem Playthrough, dadurch, dass ich mich quasi nur an die ersten paar Stunden des Spiels noch wirklich erinnern konnte und ab jetzt eigentlich nicht mehr so, werden wir da wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger spielen. Der 11.11. Ist das nicht Karneval? beginnt da nicht? Ist das nicht der 11.11. um 11.11 Uhr oder so? Ist doch Karnevalsanfang auch. Kann doch nicht Martinstag und Karneval gleichzeitig sein. Entscheidet euch mal. Es kann nur einen Feiertag geben. So. Zahnrad? Nein, warum denn nicht? Power Source for the Glock. Die Zahnräder sind sauber. Hä? Ach, da unten gehört's hin. Ja, jetzt.
Nee, mache ich nicht. Ich push den Switch erst gar nicht, weil wir erstmal das Zahnrad einsetzen. Und jetzt, so, endlich bin ich froh. Hi, Hohlkopf. Was hast du verpasst? Wir sind Leon und erschießen Zombies und lösen Rätsel. Das zusammengefasst. Bis jetzt war wirklich noch niemand da. Wenn in der nächsten Stunde niemand kommt, gehören alle Süßigkeiten uns. Meinst du? So früh. Ich würde nicht schon um 19 Uhr so früh mich zu früh freuen. Warten wir immer noch. Hallo, Gräfin Kupferling. Wenn Sherry durch die Tür kraucht, kommt sie durch, wo das Statuenrätsel ist. Genau. Finde das 2-Remake besser als das Original. Nein, sag sowas nicht. Ketzer! Weil das Original zu einfach ist. Ah, okay. Auch nicht. Unverschämtheit. Alle miteinander, alle bannen sofort. Raus mit euch. Nee, ich finde den Remake vom 4. auch sehr gut. Wirklich, wirklich sehr gut. Also da kann ich mich echt nicht beschweren. Aber der 4. hat halt für mich immer noch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Hi, Gazikram. Habe ich eigentlich noch Pistolenmunition? Warum laufe ich eigentlich dauernd mit der Pumpgun rum? Das kann irgendwie nicht gesund sein. Oh, oh. Er hat ein Auge auf uns geworfen. Kurzer Streamausfall. Bin ich jetzt wieder da? Mir sagt es eigentlich nichts, aber scheinbar war ich gerade nicht da. Meine Hardware sagt, es ist alles gut. Keine Ahnung. Hulka! Holokopf 123 ist jetzt ein Birdrider. Holokopf! Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Und ich nenne dich Holokopf, das tut mir sehr leid. Holokopf, natürlich. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich sehr. Super nett von dir. Holokopf, um Gottes Willen, tut mir sehr leid, dass ich dich falsch betitelt habe. Das ist im Remake ist vieles ganz anders. Ja. Deswegen, aber das ist voll cool auch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich an viel aus dem Original nicht mehr erinnern kann. Und ich habe tatsächlich so ein paar Sachen durcheinander gebracht, vermischt zwischen dem Lightgun-Shooter, der das nochmal erzählt, und dem Remake und dem Original. Ne? Ich habe alles ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen finde ich es ganz cool, das jetzt wirklich nochmal alles live zu spielen. Ist eben doch was ganz anderes. Ja, das nochmal selber zu spielen. Ben! Can you still hear me? Come on, answer! Tebonit K.A. ist jetzt ein Birdrider. Holo Cops! Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Vielen, vielen Dank für deine Subgifts. Super nice von dir. Ganze 5 Stück, oder? Dankeschön. Krieg 85 ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Kann Tiefe mit dir pausieren? Sein. Ah, ich glaube, ich habe sie abgebrochen. Ist auch wurscht. Dankeschön. Ich spiele heute natürlich jetzt bis Lucio 24 jetzt Uhr alle Teile durch. Mögen die Tentakel der natürlich. Tiefe mit dir sein. Wir machen Ultra Speedrun. Moonlestrange unterstrich ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. So cool, wie die Stimme eure Namen alle vorliest. Ich liebe es. Angel unterstrich Prinzipessa ist jetzt ein Birdrider. Angel Prinzipessa mögen die Tentakel der und Tiefe mit Moonlestrangle dir sein. Und Lutjor und Stinkst du Freak und T-Bone, schön, dass ihr jetzt auch dank Holokopf mit dabei seid. Freut mich sehr.
Dankeschön. Super cool. Okay. Mail to the Chief, also Brief an den Polizeikapitän quasi, an Mr. Brian Irons, den Chef der Raccoon City, des Raccoon City Police Departments. Wir haben das Anwesen, Labor, die Anwesen Laborseinrichtung durch die Aktionen des wild gewordenen oder sich uns widersetzenden Agenten Albert Wesker verloren. We'll have no. Ah! Dark-is-wolf ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Pony auf der Schlachtbank. Vielen Dank für deine Subgifts. Wie viele waren es denn? XXPuzzlesXX Let's Play ist jetzt Sehr ein viele, 10 Birdrider. Stück. Mögen die Dankeschön. Tentakel der Tiefe mit dir sein. Na gut. Dann lassen wir mal alle durchlaufen. Spielen wir nachher weiter. Dankeschön, Leute. Das ist wirklich super cool. Was ist denn heute los ist 337 bei ist euch? jetzt ein Danke. Es ist Birdrider. Anfang des Mögen Monats, die ne? Tentakel der Na, Tiefe mit fast. dir sein. Dankeschön, Leute. Ohne Witz. Conny auf der Schlachtbank. Sehr Doni nice. Donut ist jetzt ein Birdrider. Doni Mögen Donut. die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Vampire Girl 3672 ist jetzt ein Birdrider. Yo, der Hype Train ist Mögen die da. Tentakel der Tiefe mit dir Und wir sein. haben sogar schon einen Level 5 Hype Train. Das Ganze startet schon auf Level 5, Leute. Meine Güte. Marugat ist jetzt ein Birdrider. Crazy. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Nice. Mikayamichu ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Wurmlord GX ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel Hey, der Tiefe danke, mit dir das sein. Knuddel auch an dich. So, einen haben wir noch. Also nach dem. K-J ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Blacky Cat ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. So, mögen die Tentakel der Tiefe mit euch allen sein. Schön, dass ihr da seid und vielen, vielen Dank für die Subgifts. Der alte Rekord wurde gerade eben durchbrochen. Das Knuddel ist jetzt ein Das Birdrider. Knuddel, vielen, Mögen die vielen Dank. Tentakel der Tiefe mit dir sein. Auch an dich für deinen Sub. Wir haben jetzt einen Stufe 5 Hype Train auf 23%. So lange war der Kanal definitiv schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange die Rekorde gespeichert werden, aber das ist auf jeden Fall von allen gespeicherten gerade ein super Rekord. Vielen, vielen Dank dafür. Ziemlich awesome. Wir kommen heute nicht zum Spielen. Jetzt einen Kakao und den Stream genießen. Das klingt nach einem guten Plan. Nice. So, jetzt muss ich kurz meine Fenster wieder zusammensuchen, damit ich wieder alle Chats sehen kann. Ich muss, war gerade. Moment. So. Und das hier hin. Okay, jetzt sehe ich wieder alles. So, weiter geht's. Dankeschön, Leute, ihr seid die Besten. Nice. Okay, auf geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ich kann mich nicht erinnern. Ah ja, ich wollte was vorlesen. Langweilig. Also Albert Wesker hat die Mission in der Villa sabotiert und deswegen hat Umbrella das Labor verloren. Tragischerweise. Aber zum Glück wird die Infiltration keinen bleibenden Effekt haben und die Forschung am Virus kann ohne Probleme weitergeführt werden. Unsere einzige Sorge ist aktuell
Die sind die übrigen Stars-Mitglieder. Redfield, Valentine, Burton, Chambers und Wickers. Hype Love 1. Dankeschön, Mr. Nonconform, für die Bits. Super nett von dir. 1000 Bits gleich. Dankeschön. Sehr großzügig von dir. Ich sehe den Twitch-Chat nicht mehr vor lauter Einblendungen. Moment, so jetzt sehe ich das wieder. Bin gerade am Handy unterwegs und habe nur noch 5%. Nein! Merlin, bitte nicht schaffen. T-Bone, auch an dich vielen, vielen Dank für die Bits. Guckt euch das wunderschöne Spendenglas an, wie es übergeht. Ich liebe es. Ich liebe diese kleine, nette Physik-Simulation da. Ich könnte es mir den ganzen Tag anschauen. Yeah! Hype Train wurde auf Stufe 5 abgeschlossen. Vielen Dank dafür. Mega awesome. Was habe ich denn da? Ein Hasen. Hyper-stressed Hase. Yeah. Nice. Danke euch. Wie oft streamst du? Ich sehe dich zum ersten Mal live. Normalerweise nur einmal die Woche. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Und ab und zu auch mittwochs, wenn Bonus-Streams erreicht werden. So wie zum Beispiel morgen, wo wir Resident Evil 1.5 spielen. Wenn ich es schaffe, dass ich es zum Laufen kriege. Aber ich bin aktuell zuversichtlich. Genau. Willkommen im Club. Ich dachte schon, der wäre eine KI. Aber KIs klingen nicht so nett. Dankeschön. Das ist ja nett von dir. Aber ich glaube, KIs können auch schon sehr nett klingen. Okay. Versuchen wir, den Text weiterzulesen. Unsere einzige Sorge sind aktuell die Stars-Members Valentine, Burton, Chambers und Wickers. Wenn es an Tageslicht kommt, dass die Stars-Mitglieder Beweise über unsere Aktivitäten und über unsere Forschung gesammelt haben, müssen sie beseitigt werden. Und es sollte aussehen wie ein Unfall, so ungefähr, inhaltlich. Bitte fahren Sie damit fort, Ihre Aktivitäten zu überwachen und sorgen Sie dafür, dass Ihr Wissen nicht an die Öffentlichkeit gerät. Annette wird weiterhin Ihre Kontaktperson in dieser Affäre sein, gezeichnet William Birkin. An Mr. Brian Irons, Chef des Polizeireviers Raccoon City. Ich habe den Betrag von 10.000 US-Dollar auf Ihren Account laut unserer Vereinbarung überwiesen. Black Sabbath, dankeschön für die 2 Euro. Super nett von dir. Vielen Dank. Ich darf übrigens leider, Twitch ist da ein bisschen streng, ich darf leider keine YouTube-Notifications im Stream einblenden. Das ist der Deal, dafür darf ich auf Twitch und YouTube gleichzeitig streamen. Mal gucken, ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen auflockert, so über die nächsten Wochen und Monate. Aber jetzt sind wir erstmal froh, dass das so problemlos funktioniert auf 2 Plattformen. Die Entwicklung des G-Virus soll den T-Virus ersetzen und ist beinahe abgeschlossen. Sobald es fertiggestellt ist, stellen Sie sicher... Was? Moment, was? I'm certain that I will be appointed to be a member of the executive board. Ach so, wenn das fertiggestellt ist, werde ich sicher quasi ein Führungsmitglied in Umbrella, so ungefähr. Und wir müssen jetzt extrem vorsichtig sein. Die Stars-Mitglieder versuchen immer noch, Informationen ans Tageslicht zu bringen und wir müssen sie beschützen. Wir müssen ihre Aktivitäten weiterhin unter allen Umständen blocken und alles verhindern, was sie um ihre Untersuchungen, unsere Einrichtung aufzudecken, gezeichnet William Birkin. Dann haben wir noch eine dritte Mail. Es geht heute bis 21 Uhr, also noch ein ganzes Stück. Wir haben im Grunde gerade erst angefangen. Wir haben ein Problem. Ich habe Informationen erhalten aus dem Umbrella-Hauptquartier, dass Spione meine Forschung des G-Virus infiltriert haben. Es gibt eine unbekannte Nummer von Agenten, die hier involviert sind. Sie dürfen auf keinen Fall dieses Projekt übernehmen. Sie würden mein gesamtes Leben ruinieren.
suchen Sie die Stadt nach verdächtigen Personen ab. So Leute mit Fedora-Hut und Mantel und so, da muss man echt aufpassen. Sehr gefährlich. Polizeipräsident, suchen Sie die ganze Stadt, die ganze Großstadt mit ein paar hunderttausend Einwohnern nach verdächtigen Personen ab, die eventuell meine Forschung stehlen könnten. Das ist ein sehr guter Tipp. Und halten Sie sie fest, nehmen Sie sie in Gewahrsam, was auch immer notwendig ist, und kontaktieren Sie sofort Annette. jede mögliche Bedrohung sollte sofort eliminiert werden. Ich werde niemanden erlauben, meinen T-Virus zu stehlen. Nicht einmal Umbrella. Aha, the plot thickens. Wichtige Hintergrundinformation, aber das ist ja für uns alles ein alter Hut, das wissen wir ja schon. Hast du schon das ROE-Video mit dem Original Chris Redfield-Schauspieler gesehen? Nee. Resident of Evil meinst du? Hey, ich habe das schon öfter gesagt, ich gucke ehrlich gesagt absolut nichts, was irgendwie mit Resident Evil zu tun hat, weil ich mich selber dann nicht beeinflussen will. Ich mache quasi meinen Content immer möglichst getrennt von allem, was andere Leute so machen. Und ich will mich da nicht irgendwie vergleichen oder ne, irgendwie mich beeinflussen lassen. Deswegen meide ich Content von anderen Resident Evil Creatern. Deswegen kann ich da immer gar nichts dazu sagen. Sind Gamer und Cosplayer auch verdächtige Personen? Vielleicht. Wenn die Fedora und Mantel tragen, bestimmt. Ich habe mir gestern Akte X gegönnt mal wieder. Wie findest du die Serie? Super cool. Ich bin ein totaler Akte X-Fan. Es gibt einige echt geniale Akte X-Folgen und einige echt nicht so gute. Gerade die letzten Staffeln. Going, hey, holy shit, teilweise. Meine Güte. Aber insgesamt war ich sehr gut. Ada, wait. Hey. Grasikram ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Grasikram, auch an dich. Vielen, vielen Dank für den Sack. Super cool, Leute. Ihr seid heute sehr spendabel. Ich bin gehypt und durstig. Zur Feier des Tages gönne ich mir jetzt meinen Paulaner Spezi. Ich hätte eigentlich gern einen Holy Energy Drink, beziehungsweise Eistee. Ich stehe wirklich total auf dem Limetten-Holy. Aber der kommt wahrscheinlich, der verspätet sich und kommt wahrscheinlich erst am Donnerstag, so wie es aussieht. Aber Paulaner Spezi ist auch schon sehr geil. Prost, T-Bone. Vielen, vielen Dank für die Bits. Ah. Wolltest du nicht das Spiel spielen, wo Mulder ein Alien ist oder so? Es gibt tatsächlich ein Akte X-Spiel, das wirklich so ein klassisches Survival-Horror-Spiel ist und das sehr stark an Resident Evil erinnert. Das würde mich schon mal sehr interessieren. Vielleicht können wir das irgendwo mal als Bonusziel oder so unterbringen. Gucken wir mal. Schauen wir uns vielleicht mal an. Night Hodrick, dankeschön. Auch dir Happy Halloween. Hey, wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wie kommt denn bitte im Original... Das ist eine gute Frage, oder? Wie kommt denn im Original Birkin bitte in diese Zelle und verschwindet dann wieder? Ist er irgendwie durch die Ritzen der Ziegelwand hindurch diffundiert oder was ist los? Ein miserabler Tod. Nee, miserable ist nicht miserabel. Ein schrecklicher Tod. Er hat gelitten. So eher, glaube ich. Und er hatte keine Munition dabei. Der arme Kerl. Der arme Kerl, nicht mal Munition konnte er sich zu Lebzeiten leisten. Schade, schade. Wahrscheinlich ist Birkin durch die Decke gekracht. Ja, ich habe ein bisschen nach oben geguckt, da hängt noch eine Glühbirne und so. Ich weiß nicht recht. Wirst du Alan Wake 2 spielen? Ich spiele sogar privat den zweiten Teil tatsächlich. Ich habe mir das angeguckt, weil ich auch überlegt habe, ob wir das streamen könnten. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, dass wir doch lieber jetzt uns auf die Resident Evil 3 konzentrieren, weil ich finde es zwar nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so super gut, muss ich sagen. Also es ist inszenatorisch und von der Story her und so weiter richtig, richtig awesome. Aber das Gameplay ist halt eher so okay. Hab mich nicht so hundertprozentig gehuckt, aber privat werde ich durchspielen.
Soll das Spendenglas vor der Cam stehen? Ja, so ein bisschen. Ist schon Absicht. Das stimmt. Theoretisch wäre genug Platz jetzt bei Resident Evil 2. Da hast du recht. Aber das ist schon Absicht so. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Ich habe jetzt noch eine Schachfigur gefunden, aber ich habe noch nicht... Mir fehlt, glaube ich, noch mindestens eine Schachfigur, oder? Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo die Schachfiguren gleich nochmal hin sollen. Finden wir schon wieder. Die Sounds von Resident Evil erinnern mich an Akte X. Ich meine, es ist beides aus der Zeit. Ich bin mir sicher, dass Resident Evil durchaus auch ein bisschen von Akte X inspiriert wurde. Ne? Akte X war ja so ein Mystery-Phänomen überhaupt. Und so. Hi Marty, willkommen. Also hier sind wir falsch. Danke für die Bits, The Mustafarian. Sehr, sehr nett von dir. Genau, irgendwo in der Kanalisation, das auf jeden Fall. Genau, ich möchte mich vor euch hinter dem Glas zur Not, im Notfall möchte ich hinter dem Glas in Deckung gehen können. Sollte sich ein Ereignis ereignen im Chat. Sollte der T-Virus ausbrechen oder so. Man weiß ja nie. Ich gehe jetzt mal da raus. Irgendwo sind da noch Hunde, glaube ich. Ich streame auf Twitch und YouTube gleichzeitig, genau. Ah, ich hab's gewusst. Hallo. Lass mich mal ganz kurz durch. Ich will auch gar nicht lange stören, Hundi. Ich möchte nur schnell da runter. Ich gehe bestimmt voll den umständlichen Umweg, oder? Als ob ein einfaches Glas dich schützen könnte. Die Bits da drin, die sind magische, die sind ein magisches Schild. Hey Kups, auch an dich Happy Halloween. Oh Gott, ja, ich habe sogar mal drüber nachgedacht, ob ich die Designerin, die mir den roten Comic Landsquid, von dem auch die Emotes im Twitch-Chat sind, ob ich die auch mal... Moment mal, nee, das stimmt. Wir haben schon einen Zombie-Landsquid, natürlich. Ich habe ja auch sogar schon... Ah, das habe ich ganz vergessen schon wieder. Ich habe einen Zombie-Hahn, einen Resident Evil-Landsquid. Let's go, Birdriders, let's go. Den zeige ich euch mal. Den habe ich jetzt gerade nicht parat, aber das ist eine voll coole Grafik. Die habe ich bis jetzt nur echt selten benutzt. Zeige ich euch mal bei Gelegenheit. Genau, ich habe nämlich auch überlegt, ob die mir auch einen... Ich habe mich einfach voll verlaufen. Ob die mir auch einen... Warum bin ich hierher gekommen? Verdammt nochmal. Ob die mir auch schon einen Fallout-Landsquid machen kann. Genau. Aber das war mir dann zu teuer und da musste ich noch ein bisschen warten, aber grundsätzlich... Okay, Hundis, ich habe mich nur vertan. Entschuldigung, dass ich euch genervt habe. Kokoloko 78 ist jetzt ein Birdrider. Springt weiter durch die Luft. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Kokoloko, vielen, vielen Dank für den Prime Sub. Freut mich sehr. Ich kann den jetzt leider gerade nicht raussuchen, weil ich das Spiel am PC spiele. Wenn ich es jetzt über Konsole spielen würde, über Capture Card, wäre es leichter. Aber so muss ich alles zerstören. Oh, ich habe mich so verlaufen. Hey, wenn mir irgendwer eine Wegbeschreibung geben kann. Na, in dem Fall, ich bin gerade für Backseat Gaming offen. Ah, ich weiß es schon wieder. Alles klar, ich bin nur dumm. Gut, ich habe nur den Gulli bei den... Ich hätte einfach in den Gefängniszellen Gulli gehen müssen, ne? Ja. Okay, kriegen wir schon hin. Thank you.
Margaret Thatcher Poster an die Tür und jetzt klingelt keiner. Ja, bei uns sind anscheinend gar keine Kinder unterwegs. Bis jetzt. Das heißt, wir haben sehr viele Süßigkeiten. Oh mein Gott, Leute. Ich würde die jetzt gerne im Chat verteilen, weil es wird für alle reichen, definitiv. Aber so weit sind wir technisch noch nicht, leider. Vielleicht bald. Ah, jetzt kommt jetzt der zweite Ada-Part dann. Ne? Ja, okay. So, dann versuchen wir mal die Kanalisation. Herr, aber ich glaube, mir fehlt leider... Ich glaube, ich habe irgendwo eine Schachfigur übersehen. Das wird jetzt unter Umständen ein bisschen nervig. Oh ja, genau. Die habe ich ja auch wieder übersehen. Dankeschön. Gerade ist eine riesige Kindergruppe draußen vorbeigelaufen, aber die haben nicht geklingelt. Okay. Ragnar-207 ist jetzt ein Birdrider. Ragnar! Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Yay, dankeschön. Du musst einfach bald ein Fantreffen veranstalten. Hey, gucken wir mal nächstes Jahr Gamescom oder so. Ne? Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt bei mir. Ah, wir sind richtig. Ein Chi-Mutantenarm. Er blubbert. Er blubbert und ihm wachsen Beine. Nein, Leon, warum gucken wir so lang zu? Ich hätte schon, du hättest schon ungefähr fünf Rockflip-Magazine auf dem schießen können, Leon. Er kostet auch noch Würmer. Ich bin sehr unzufrieden mit der Situation, Leon. Kann ich die irgendwie abschütteln? Ich habe jetzt auch kein Messer. Hi Raffi. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin leider ein bisschen am Kränkeln. Ich habe jetzt gerade leider, also ich bin leider echt ein bisschen erkältet. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Schmerztablette und Hustensaft reingepfiffen. Jetzt geht's schon. Den Stream werde ich durchhalten. Leon ist in Schockstarre gewesen. Er ist in dem Teil noch ein Anfänger, ne? Kann schon sein. Vielleicht Resident Evil 4 Leon wäre das nicht passiert. Nervige kleine Viecher. Die machen auch noch echt Schaden, ey. Naja, ein bisschen. Mein Gott, das war jetzt aber ja, jetzt sehr nah an mir dran, ey. Das war schon ein bisschen knapp. Hallo? Ah, okay. Nein, geh von mir runter jetzt. Du nervst. Okay, danke. Alles blubbert grün. Ey, warum blubbert es eigentlich schon wieder grün? Oder sollen die grün sein? Kann schon sein, dass die grün sein sollen. Ansonsten weiß ich nicht, was schon wieder los ist. Wir haben auf jeden Fall englischen Text, ne? Müsste eigentlich passen. Jetzt waren gerade welche da. Und jetzt weiß ich auch, warum so wenig unterwegs sind. Es regnet voll. Okay, aber immerhin. Bei mir kommen seit 2 Jahren keine mehr. Der Schock sitzt wohl noch. Ich habe auch vorgeschlagen, dass wir uns verkleiden sollten und so eine Halloween-Show machen sollten und so weiter. Aber Merlin war dagegen. Wir hätten es auch zeitlich heute gar nicht mehr geschafft, muss ich zugeben. Habe ich wirklich alle? Ich habe alle. Ich dachte, wir müssen noch mal los, aber Gott sei Dank. Puh, gut. Das Vieh blubbert immer grün, dann ist es gut. Boah, die Kohlensäure ist mir gerade ganz schön in die Augen, in die Nase gestiegen.
Ada Wong buddelt sich mal wieder durch die Decke, Ada, wie man das von ihr kennt. Mole Person. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way for now. Okay, Ada. Dann gehen wir jetzt in die Kanalisation. Das ist Leon's Way. This is the way. Ab ins dreckige Wasser. Aber ne, Ragnar, in den USA ist das ganz normal, glaube ich. Da machen das die Leute wirklich so, dass die teilweise echt krasse Horrorshows für die Kinder abziehen. Ich glaube, das wäre in Deutschland teilweise sehr problematisch, was in den USA da teilweise normal ist. An Verstümmelungen, die da simuliert werden anscheinend. Nee, ein Tofu-Walkthrough wird es leider im Original nicht geben. Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssten wir Resident Evil 6-mal durchspielen, damit wir Tofu freischalten, wenn mich nicht alles täuscht. Und das habe ich einfach nicht vor. Vor allem können wir nicht mal irgendwie A-Leon, B-Claire, B-Claire, A-Leon machen und dann hätten wir schon vier. Sondern wir müssten wirklich zum Beispiel A-Claire, B-Leon, A-Claire, B-Leon, A-Claire, B-Leon machen. Und das, nee. Hank bin ich mir nicht sicher, wann wir Hank freischalten, ehrlich gesagt. Könnte ich mir schon eher vorstellen. Ich glaube, für Hank muss man es tatsächlich nur viermal oder so durchspielen. Einmal aber auf jeden Fall mit A-Rang. Und ich habe nicht vor, es mit A-Rang durchzuspielen, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Wenn wir Hank freischalten, dann könnte ich es mir vorstellen. Aber ich lege es jetzt nicht drauf an, ehrlich gesagt. Mal schauen. Ich bin schon sehr gespannt. Morgen um 18 Uhr geht's los auf Resident Evil 1.5. Das unfertige, aber durch Modder und Fans quasi rekonstruierte, der rekonstruierte Prototyp von Resident Evil 2, der ja nie veröffentlicht wurde. Weil man nicht so zufrieden war mit dem Titel. Ich habe aber eigentlich sehr viel Gutes drüber gehört von Leuten, die das gespielt haben. Ich bin wirklich gespannt. Habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Machen wir uns mal noch ein Superkraut, das wir mitnehmen. Die Magnum. Ich hätte echt die Maschinenpistole für Claire da lassen sollen, ne? Absolut unnötig. Ey, das Foto sieht auch irgendwie komisch aus. Da war sie halt noch jung. Und Leon auch. Junge noch nicht ganz so kaputt. Hi Alexandra Croft. Dir auch ein schauriges Halloween. Jo, viel Spaß. Auf meiner Memory Card ist noch ein Speicher mit Hank und Tofu. Ah ja, das ist praktisch. Also ich nehme immer für den A-Run die Tasche und die Waffe dann... Ja. Es war auch unnötig, die mitzunehmen. Ich wollte nur so viel ballern wie möglich. Spinnen kommen. Ich habe es mir schon gedacht, deswegen das blaue Kraut überall, ne? Freue mich, finde deine Art sehr angenehm und freue mich immer, wenn neuer Content kommt. Dankeschön, weil Sky freut mich. Sehr cool. Hab das bei Andy gesehen. 1.5 sehr schwer und man muss mit dem Emulator genau speichern. Es gibt keine Itembox. Oh Gott, das mag ich nicht so gern. Aber das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, ob ich das durchspiele, das 1.5, also durchspiele, soweit man spielen kann. Aber wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Und genauso wie dieses Dokument hier. Kanalisationsmanager-Fax.
User List, also User Liste der Connection Facility. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Am 1. und 3. Mittwoch des Monats Angelica Margaret, Chefin der Instandhaltung, wird sie besuchen, die Facility. Es ist manchmal echt schwer, wenn man versucht, in Echtzeit zu übersetzen, und Englisch hat manchmal so einen ganz anderen Satzbau als Deutsch. Die Feuchtigkeitslevel der Facility sollten bis dahin bitte durch Aktivierung der Ventilatoren reduziert werden. Das Equipment was as the equipment she will be using. Ach so, weil die Geräte, die sie benutzen will, durch Wasserdampf sehr stark beeinflusst werden. Am 28. von jedem Monat werden Chemikalien transportiert von Don Weller oder sowas. Die Chemikalien sind sehr empfindlich. Sehr große Vorsicht ist geboten, während sie transportiert werden. Und am 6. und 16. jeden Monats kommt Polizeichef Brian Irons, um sich die Anlage anzuschauen. Oh, genau, weil da regelmäßige Meetings im Labor stattfinden. Und am 4. Freitag jeden Monat kommt William Birkin in die Facility, um Trainingsseminare abzuhalten für die Chicago-Abteilung von Umbrella. As the probability of an attack upon Dr. Birkin will be high. Ach so, da die Wahrscheinlichkeit einer Attacke auf Dr. Birkin hoch ist, müssen Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden, um sein Leben zu schützen. Warum ist denn der jetzt schon so gefährdet? Das wusste ich gar nicht. Sie werden darüber informiert, wenn andere potenzielle Besucher irgendwie noch ankommen sollten. Führen Sie diese Individuen sicher an ihre Ziele. Wir erwarten nichts als das Beste von Ihnen. Charles Coleman, Security-Chef vom Umbrella-Hauptquartier. So. Hallo, René. Die süßen Spideys, die es im Remake auch nicht gibt. Ja, und mich ärgert das wirklich. Mir geht's da auch so wie dir, Ragnar. Das ist nur eine Kleinigkeit. Das sind irgendwie im ganzen Spiel eine Handvoll Gegner im Original, ne? Aber es fehlt einfach. Die sind einfach nicht im Remake, und das finde ich traurig. Genauso wie die Pflanzenlicker. Ich habe es eh schon öfter gesagt, aber die Neuinterpretation der Pflanzenzombies, der Ivys, finde ich überhaupt nicht problematisch. Das finde ich cool. Also das kann man auch gerne machen, dass man da ein bisschen rumexperimentiert und Sachen verändert oder neu interpretiert. Finde ich cool. Aber so einen Gegner ganz weglassen, das fühlt sich dann einfach nicht mehr vollständig an. Ich bin da... Bin ich anti. Mag ich nicht. Nanu! Erste-Hilfe-Spray. Hey, guck eigentlich wirklich, Leon. Du hast absolut recht. Wir haben jetzt so ein großes Inventar. Dann nehmen wir doch auch ein bisschen was mit. Hey, Big Play. Wie viel man so nach langem vergessen kann. Ja, klar, genau, total. Aber das wundert mich auch gar nicht. Ich wusste, dass ich die ersten Stunden des Spiels in- und auswendig kenne, weil ich das halt als Kind... Gerade die Stadtpassage, aber auch die ersten Stunden im Polizeirevier immer und immer wieder neu angefangen habe. Also wirklich immer und immer wieder. Deswegen kann ich die noch ziemlich auswendig, weiß noch genau, wo die Zombies stehen auf den Straßen und wie man ihnen am besten ausweicht. Aber ab dann wird es immer weniger und weniger. Und jetzt bin ich wirklich an so einem Punkt, wo mir viele Szenen, wenn ich sie dann sehe, doch wieder bekannt vorkommen. Aber wo ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung habe, was passiert, wenn wir diesen Aufzug runterfahren. Wir werden es rausfinden. Also nach dem, was ich gehört habe, zumindest fielen die Spinnen einfach, weil sie keine Zeit mehr hatten. Die mussten fertig werden. Capcom hatte damals auch noch nicht an den Erfolg des Remakes geglaubt. Warum auch immer. Ich hätte es ihnen sagen können, ohne Scheiße, aber gut. Deswegen hatten die auch nicht so viel dazu.
Leon, that woman was... I have to talk to her. Na, ich finde auch Husky, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die Straße zum Polizeirevier ist auch immer noch meine komplette Lieblingslocation aus Resident Evil 2 einfach. Und ich war echt, als ich das Remake angefangen habe zu spielen, super enttäuscht, genau deswegen. Weil da geht's los, man ist ungefähr 5 Minuten auf der Straße und dann ist man bam im Polizeirevier und ich dachte mir, um Gottes Willen, wenn die Straße schon so gekürzt haben, was haben die noch gekürzt im Spiel? Aber zum Glück wurde dann die Straße quasi dann in der Mitte des Spiels nochmal aufgegriffen und erweitert, netterweise. Aber ja, war ich am Anfang erstmal ein bisschen schockiert. Uh-oh, ein toter Umbrella. It's too dark to see what's inside. Nee, du sollst den Soldaten hier untersuchen, der hat bestimmt Magazine oder so. Kommt jetzt schon bald die Cutscene? Oh, die war so legendär. Ich kann mich noch so gut dran erinnern. Wir haben so blöd geguckt, als wir das gesehen haben. Holy shit. Das Beste überhaupt. Und jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen albern. Hey, viel zu alt für. Hallo. Oh, ich muss noch machen. Hier sind noch Kakerlaken. Nein, Ada. Entschuldigung, ich habe in den Chat geguckt. Mein Fehler. Zombie Kakerlaken, ey. Was es nicht gibt. Die Virusproben-Szene, genau. Ja. Ach so, nee, machen wir doch nicht. Na gut, okay, dann halt nicht. Entweder zielt sie sehr gut, oder sie hätte uns gerade einfach eiskalt erschossen. Aber wohl sie vorher auch schon, ne? Hat sie uns gerade. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... precisely... my husband, William. Dum dum dum! And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Aber kriegt man so Röhrenfernseher nicht noch irgendwo auf eBay oder so? Wenn's wäre... Oh, ich glaube, jetzt kommt sie. Achtung, haltet euch fest. Jetzt wird's crazy gut. Beste Cutscene ever. This way. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. My no precious. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point. Roger.
you telling me that he injected the G-virus into his own body? The G-virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Vielen Dank, Husky. Right. Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Ja, die Dialoge und Szenen sind im zweiten bei weitem nicht mehr so charmant trashig wie im ersten, das muss man schon sagen. Aber ich muss sagen, die Katze ist gar nicht so schlecht gealtert. Ich finde die immer noch ziemlich cool sogar tatsächlich. Ne? Also, die ist besser, als ich dachte, dass sie gealtert ist. Aber natürlich nicht ganz so episch, wie ich sie in Erinnerung hatte. Oh, und die Mäuse. Das sollen vielleicht Ratten sein, aber das sind offensichtlich kleine, niedliche Mäuschen. Die mampfen jetzt den T-Virus. So those rats were the carriers of the virus. Mäuschen, nicht as a result of his virus-induced oder es waren Babyratten, vielleicht. William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-Virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Ach, ich finde Ratten schon auch sehr niedlich, muss ich sagen. Aber Mäuse sind schon noch mal ein bisschen extra niedlich, das stimmt. Okay. Das war episch. Das war jetzt quasi der Midgame, die Midgame-Epicness so ein bisschen. Muss ich jetzt schon da runter? So, ich gehe erstmal noch kurz den anderen Weg, weil ich es nicht mehr weiß. Oh, oh, was haben wir denn hier? Was, warum, guck mal, hä? Liegt die Medaille irgendwie auf seinem Schienbein? Balanciert die Leiche hier? Die Medaille so ein bisschen weird auf seinem Schienbein? Und warum geht Ada eigentlich so über seine Beine? Lustig. Auch die Textur vom Hocker passt nicht so ganz. Naja, pflücken wir mal die Münze aus seinem Schienbein. He's holding something. Also das sehe ich anders, Ada, aber okay. Aber ich brauche das nicht. Na gut, Ada, wenn du das weißt. Ich spüre es. Das sieht aus wie eine Art Book, aber ich brauch's nicht. Na gut, das ist Leon-Stuff. Okay. Babyratten sind tatsächlich nicht ganz so flauschig, sondern eher fleischig. Aha, okay. Aber das waren doch in der Cutscene ganz klar Mäuse, oder? Ganz klar. Und keine Ratten. Oh, oh, da blubbert was. Platsch. Ah! Ada? Leon, Ada hat dich gerade einfach angeschossen liegen lassen. Du solltest jetzt echt mal irgendwie über sie hinwegkommen. Ich glaube, die hat dich nicht so gern, wie du sie hast. Ich muss es dir so hart sagen, Leon. Da haben die doch das Kind von Ashford oder wie der Forscher hieß, suchen sollen. Ha? Ich glaube, da ist ein Gespräch am Gang, in das ich nicht involviert bin. Was mich richtig getroffen hat, war das Dreier-Remake. Einfach zu kurz. Das ist schon sehr schade, ne? Das ist wirklich schon sehr schade, dass sie das Potenzial von Dreier in dem Remake so gar nicht genutzt haben. Das fühlt sich einfach wirklich so an, als hätte Capcom da so noch schnell quasi
einen Nachfolger hinterher schieben wollen, da halt der relativ erfolgreich war, das Remake vom zweiten Teil. Na, da wird auch viel das Entwicklungsteam abgehatet, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob die so viel dafür können. Spieß, ich bin nur auf der Durchreise. Sag doch sowas nicht zu dir. Er muss es erfahren, Leute. Lieber jetzt, lieber so wie nie. Der ist ja im vierten Teil, ist er ja immer noch, weil er ist total verblendet und checkt einfach nicht, dass er nur benutzt, Mensch. Leon hat was Besseres verdient als Ada. Hi, Desert Railgun. Hey, hier nicht super langsam fallende Säure von der Decke. Gemeinheit. Leon hat Chill verdient. Kennen sich Leon und Chill überhaupt? Treffen die sich jemals? Ja gut, jetzt in dem neuen Film definitiv, ja. Aber bei den Filmen, da bin ich ehrlich gesagt nicht so fit. Oh nein, brauchen wir hier die Kurbel wieder? Die CGI-Filme muss ich immer wieder mir selber Wikis anschauen und Foren und so weiter, weil da bin ich echt nicht so fit drin. Die sind nicht mein Fachgebiet. Ich hoffe, die integrieren im Resident Evil 9. Mhm. Genau, im Film schon. Na, ich meine, offiziell ist das alles Canon, ne? The water is flowing too fast for me to... Ohne Witz, guckt euch das an. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob Leon da nicht schnell durchhuschen könnte. Wirklich jetzt. Aber okay, können wir da irgendwas machen? Aha. Ja, wir müssen uns beeilen. Hier sind überall Spinnen an der Decke. Jetzt mach halt mal, Leon. Benutz mal die eine Wolfsmedaille immerhin. Das ist irgendwie ein lustiger Mechanismus, oder? Das ist wie so ein Einkaufswagenpfand hier. Hä, aber wie komme ich denn jetzt bitte dahin, wo Ada war? Weil da ist der Ventilator jetzt am Durchdrehen. Mich wundert's, dass ihr hier Chill und Leon shippt, anstatt Claire und Leon. Wären Claire und Leon nicht eher so... Ah ja, genau, weil lese ich eher auch. Claire und Leon sind doch eher so das Resident Evil Ship für die Pärchen. Aber der Wasserfall würde Leons Frisur ruinieren. Das könnte natürlich, das stimmt. Da habe ich nicht dran gedacht. Das geht natürlich gar nicht. Mit dem Aufzug sind wir gekommen, oder? Und dann wurden wir angeschossen. Da gehe ich jetzt mal nicht zurück. Hallo, Sensor, wie geht's? Können wir da irgendwas machen? Nee, irgendwie nicht. Muss ich mal kurz die Karte konsultieren. Wo, wie, wer, wie, wo, was? Aha, warte mal, da geht's geradeaus weiter? Hä? Habe ich da was übersehen? Bin ich doof? Wie komme ich in den... Ach, den Raum, der existiert, glaube ich, nicht. Ja, dann schon versuchen wir es nochmal, keine Ahnung. Ah ja, genau, das Ventil. Ja, danke. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich hatte schon wieder komplett vergessen. Leon und Claire Never, warum? Also ich meine, ich bin da ehrlich gesagt in dem Shipping-Game überhaupt nicht drin. Mir ist das wirklich wurscht. Aber Leon und Claire sind irgendwie so ein obvious Pärchen, ne? Im Remake haben die ja auch... Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob es nur bei mir so ankommt. Aber Claire guckt Leon im Remake schon immer sehr dreamy an, ne? So mitten, die sind mitten in der Zombie-Apokalypse und dann treffen sie sich am Zaun und sie so, hey, Leon, schön, dass wir uns nochmal sehen hier. So ist es zumindest bei mir immer angekommen, keine Ahnung. Und Leon ist immer so, ja, hallo, nur keine Ahnung. Der ist immer so komplett neutral. Der ist nie flirty eigentlich. Ja, der Original Resident Evil 4 Remake Leon, der übertreibt es ein bisschen, was Flirtiness angeht. Das haben sie im Remake wieder genommen.
Dings. Weg. Das hat man nicht so. Steve hat den. Genau, aber ich glaube, das ist wirklich Absicht, dass Steve so einen richtigen Crush auf Claire hatte. Aber Steve ist halt auch ein Kind, ne? Der ist halt irgendwie, wie alt? Der ist 17 oder so, keine Ahnung. Der ist halt ein Teenager. Da passt das ja auch. Ja, Leon hat ja auch sowohl im Original, also Ashley hat ja auch sowohl im Original als auch im Remake so einen Leon-Crush. Den Schrank schieben, da ist geheimer Raum. Ach was, in dem Safe Room oder was? Hm. Im Remake gehen mir seine Sprüche auf den Sack. Wie in so ein Oldschool-Action-Film. Echt? Findest du die im Remake schlimmer als im Original? Ich fand die nämlich im Original zu bescheuert oft. Finde ich im Remake besser. Gefällt mir im Remake besser. Remake Leon finde ich viel cooler und angenehmer. Aber und Leon Ashley erst, ey. Im Speicherraum. Den Schrank schieben für geheimen Raum. Okay, ich mag's mir. Danke für den Tipp. Wir kommen da bestimmt nochmal vorbei. Oder sollen wir jetzt nochmal gehen? Ich gehe von mir aus jetzt nochmal schnell. Nein, wir gehen da, wir kommen da bestimmt nochmal zurück. Jetzt ist mein Rieseninventar voll. Warum geben mir die hier auch keine Kiste? Ich fahr mal vorsichtshalber den wieder nach oben, ne? You don't need it right now. Wahrscheinlich stehe ich nur nicht gerade genug davor. So. Holocop! Vielen, vielen, vielen Dank für die Bits. Freut mich, wie immer, sehr. Geh lieber jetzt. Jetzt habe ich die Brücke gerade hochgefahren. Okay, von mir aus, ich mache es jetzt. Weil ihr es seid. T-Bone, auch an dich vielen, vielen Dank für die Bits. Ey, warum ist denn das Spendenglas so leer geworden? Ist wieder irgendeine Bombe rein, ne? Dankeschön fürs wieder auffüllen. Ja, ich gehe ja schon zurück zum Speicherraum. Ich bin ja schon auf dem Weg. Dann gehen wir nochmal mit den Spinngassi. Die freuen sich immer. Denen ist bestimmt scheiß langweilig. Den ganzen Tag in der Kanalisation rumhängen, da ist ja nichts mehr. Da ist ja niemand mehr. Ich glaube, die Spinnen sind einfach nur große Hunde, basically. Ja, die freuen sich und fangen zu sabbern an und ich glaube, die wollen gar nichts Böses. Hallo, ich gucke gleich wieder in den Chat, Leute. Ich muss mir gerade schnell Spinnen ausweichen und den geheimen Schrank verschieben, weil sonst lässt mich der YouTube-Chat nicht mehr in Ruhe. Ja, jetzt ist schon zu spät. Can you pet the spider? Hallo. Ich warte ja noch auf Parasite Eve 2 Remake. Oh, hey, ich würde das gar nicht ausschließen, Foxhound. Ich könnte es mir vorstellen. Es wäre fast komisch, oder? Wenn jetzt nicht irgendwie alle ihre Lizenzen auspacken. Ein Parasite Eve Remake oder Nachfolger oder was weiß ich was, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Square Enix wäre fast doof, wenn die jetzt nicht auch irgendwie auf den Hype Train aufspringen würden, oder? Ich mach die Tür mal auf. Aber was ist jetzt, Leute? Gehen wir die Leiter runter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was passiert. Ich habe ein bisschen Angst. Bolayel. Vielen, vielen Dank auch an dich. Für die Bits. Die Spinnen sind flauschig. Ich muss sagen, ich habe schon in Real Life eine Spinnenphobie so ein bisschen. Eine Alkohollampe. Wenn ich Benzin hätte. Es ist zu dunkel.
Thibaut, nochmals vielen Dank fürs Glas wieder auffüllen. Ah, der Husky von YouTube. Hallo. Und nochmals danke, T-Bone. Mit Halloween thematisch passenden Witz sogar gerade. Vielen, vielen Dank. Wäre auf jeden Fall cool, damals so eingekackt bei dem Spiel. So. Ach, mit dem Feuerzeug einfach anzünden. Ey, das ist viel zu leicht. Ich habe so kompliziert gedacht. Ich dachte mir, okay, da muss ich jetzt aber irgendwo Benzin finden und das Benzin kann ich dann in die Lampen füllen, wenn ich noch einen Docht finde und dann noch hier und da und dann einfach anzünden. Magnum-Munition hat sich schon gelohnt. Ich hätte vielleicht mein Inventar aufräumen sollen, bevor wir hierher gekommen sind. Und Schrotflinten-Munition. Ein sehr guter Geheimraum. Danke für den Tipp. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wusste nicht, dass der existiert. Verzeihung, jetzt geht der Husten wieder los, ey. Ich glaube, ich wusste wirklich noch nie, dass der existiert. Auch damals als Kind nicht. Cool, cool. Man lernt doch nie aus. Das Glas ist voll, dankeschön. Sehr nett von dir, Bolail. Oder Bolail. Vogelspinnen auf der Hand, super. Ey, ich hatte früher wirklich ganz, 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 ganz starke Spinnenangst. Und ich muss euch echt sagen, ohne Witz, so langsam nach und nach hat sich das so ein bisschen verändert, seit ich vegan lebe. Weil das einfach halt auch viel mit so Respekt vor Leben und Achtung vor Leben grundsätzlich zu tun hat. Und irgendwie hat das so langsam auch die Entwicklung losgestoßen, dass ich auch Spinnen mehr respektiere quasi. Wisst ihr, wie ich meine? Die sind nicht mehr nur blöde Fremdkörper, sondern die wollen halt hier einfach auch nur chillen. Ich mag sie trotzdem nicht in der Wohnung, aber mittlerweile kann ich die retten und raus in den Garten bringen. Und früher wäre ich gestorben, wenn ich denen nur zu nahe gekommen wäre. Das hat sich so schon sehr stark gebessert. Aber ich bin immer noch kein Fan. Genau. Im Grunde habe ich das ja gemacht. Mehr oder weniger. Also, dadurch, dass ich sie jetzt in Gläser fangen kann. Das wäre wirklich vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Da habe ich keine Räume betreten mit großen Spinnen. Okay, weiter geht's. Nimm Feuerzeug, ja, genau. Ich habe mal einen in einer Show auf der Hand gehabt. Das schockierte Gesicht meiner Mutter werde ich nie vergessen. Ja, ey, aber ganz ehrlich, ich finde irgendwie Vogelspinnen nicht so schlimm wie so netzbauende, kleinere. Wisst ihr, so diese Spinnen mit so dicken Ärschen? Ich glaube, es sind diese dicken Ärsche, die ich wirklich ekelhaft finde. Ich finde so das Design von diesen Spinnen hier zum Beispiel überhaupt nicht schlimm. Also ich meine, schön finde ich die jetzt auch nicht, aber das geht schon. Aber so schwarze Witwen oder sowas, ne? Sowas finde ich wirklich ekelhaft. Ich hatte mal eine Weile Angst vor Hunden. Ich finde das immer so lustig. Also ich meine, ne, keine Ahnung, Phobien sind Phobien. Ich mache mich nicht darüber lustig. Das ist was Irrationales, da kann keiner was dafür, da will ich mich nicht drüber lustig machen. Aber ich finde das oft so lustig, weil meine Schwester hat einen sehr großen schwarzen Hund, so einen Labrador-Berner-Sennen-Mischling, ein Riesentier. Und der ist halt einfach der gutmütigste und trottligste Kerl, den man sich nur vorstellen kann. Also wirklich so ein super netter Volltrottel. Und so viele Leute haben so Angst vor dem, weil er so groß ist und weil er so schwarz ist und so gefährlich aussieht. Das ist halt immer super lustig, wenn man ihn kennt halt. Und weiß, dass er halt einfach wirklich der könnte nicht mal beißen, wenn es um sein Leben geht. Der weiß nicht, wie das funktioniert. Davor hatten wir den Golden Retriever. Oh Gott, als Familienhund.
Und die war natürlich auch total nett und so weiter. Aber die hatte einen sehr starken Herden- oder Familienverteidigungstrieb. Also die war auch total gutmütig. Aber wenn die irgendwie das Gefühl hatte, jemand könnte jemanden aus ihrem Rudel bedrohen, wurde die schon ein bisschen aggro. Die hat natürlich auch nie gewissen oder so, aber der hätte ich es eher zugetraut. Und die haben die Leute immer total unterschätzt. Ne? Das hätten die immer nie für möglich gehalten. Dabei war das da. Kommt jetzt der Alligator zufällig? Dabei wäre es da wahrscheinlicher gewesen. Also die hätte meine Schwester tatsächlich verteidigt, wenn es notwendig gewesen wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher. Würde man aber so einem kleinen, netten Retriever nicht zutrauen. Ada! Ich wurde leider mal gebissen. Ja, kann ich verstehen, dass man da halt einfach eine Angst entwickelt. Wie gesagt, ne? Weil so Ängste sind halt was Irrationales. Da kann man mit dem Weg nicht viel machen. Ich erinnere mich schon richtig, dass ich hier irgendwas machen kann, oder? Ah ja, genau. Gut. Alligator, Alligator, komm und beiß den Gascontainer. Yeah. Es ist schon irgendwie cool, dass das geht, ne? Dass die das eingebaut haben. Das ist wahrscheinlich einer der am munitionssparendst tötbaren Bosse in der ganzen Resident Evil Reihe, so ziemlich. Habe ich jetzt nicht irgendwie... Ach so. Nee, was? Hä? Was ist los? Okay. Inkognito! Inkognito 21369 ist jetzt ein Birdrider. Inkognito mögen 100. Die Tentakel der Tiefe mit dir sein. 200... Nee, was hat 21369? Vielen Dank für den Snap. Golayel, auch an dich, vielen Dank. Golayel ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Ihr seid alle awesome. Vielen Dank. It looks like all the city's trash has been dumped here. Das ist ein bisschen stark übertrieben. Ich glaube, Raccoon City hat wirklich so 100.000 Einwohner, ne? So glaube ich. Das weißt du, wie viel Müll 100.000 Menschen an einem Tag machen? Das sieht gar nicht so schlimm aus hier. Und das mache ich an einem Tag. Manchmal habe ich das Gefühl. Nach einem IKEA-Einkauf zumindest. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. Ja, gerade wenn man als Kind schlechte Erfahrungen macht, ne, egal ob mit Hunden oder mit... Ich habe zum Beispiel voll Angst vor Wespen, weil ich halt als Kind gestochen wurde. Wie wahrscheinlich viele Kinder, aber bei mir hat es halt zufällig einen... Don't mention it. Phobie ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber schon, ich fühle mich sehr unwohl, wenn Wespen... I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Bei dir sind Pferde. Ja. Gibt's alles natürlich. Ich benutze mal gern das Wort Respekt nicht, wenn ich wenn ich eine Abneigung für was habe, ne? Oder eine Angst sogar. Weil sollte Respekt nicht was Positives sein? Finde ich zumindest. Ich finde das immer komisch, wenn man das in Bezug von Angst benutzt. Das ist für mich das Gegenteil so ziemlich von Respekt. Ich finde Pferde toll, nur müssen die 10 Meter und weiter entfernt stehen.
Ich habe Pferde ehrlich gesagt immer nur aus der Entfernung gesehen. Nein, stimmt nicht. Ich bin sogar mal auf einem Pferd geritten als Kind. Das ist schon lange her. Da bin ich runtergefallen. Und ich hatte einen Fahrradhelm auf. Zum Glück. Aber das war nicht schlimm. Also da habe ich keine Phobie oder bleibenden Schäden oder irgendwas. Also vielleicht habe ich bleibende Schäden mitgenommen, aber nicht gegenüber Pferden. Auf jeden Fall. Ich habe Angst vor Tintenfischen. Nein, die Fähigkeit sind auf Vögel zu reiten. Das ist absolut unnötig. Du wurdest im Mund von einer Biene gestochen. Aua, meine Güte. Das ist ja unangenehm. Wahrscheinlich irgendwie, ne, so an einem Löffel sitzend oder irgendwas. Ah, das ist nicht schön. Angst vor Bienen und Wespen. Ja, ich kann das verstehen. Also Wespen finde ich auch. Bienen nicht. Bienen sind ja auch harmlos, genauso wie Hummeln. Aber Wespen sind einfach Arschlöcher. Wespen sind einfach Arschlöcher. Die stechen auch manchmal einfach nur, weil sie gerade Bock haben, weil sie einfach blöde Arschlöcher sind. Man kann es nicht anders sagen. Deswegen haben Bienen und Hummeln so einen schlechten Ruf, nur wegen den Wespen. Ich kann alles ab außer Krabben. Aha, so hat jeder so seins irgendwie. Meine Oma hat große Angst vor Wespen und Bienen, aber weil sie allergisch ist. Das ist natürlich nochmal was anderes. Dann hat man ja, dann ist es ja auch wirklich rational begründet. Ne? Dann ist es ja gar nicht so ungefährlich auch. Das ist ja nochmal was anderes wie so eine irrationale Angst. Hornissen sind auch crazy, ey, meine Güte. Wir hatten erst vor kurzem, das war Anfang dieses Jahr oder so, ich glaube, das war wahrscheinlich sogar eine Hornissenkönigin auf der Suche nach einem Nest. Ich weiß es nicht genau, es war gigantisch, draußen, von außen am Fenster und hat sich so in den Rollläden-Kästen umgesehen und hat sich zum Glück nicht niedergelassen. Und da habe ich mir auch gedacht, meine Güte, können die Dinger groß werden? Was zur Hölle? Ich möchte das bitte nicht, dass die so groß werden können. Das wäre schön. Ich reagiere allergisch aber reagierst du dann aber nicht schlimm, oder? Ich weiß es nicht. Kann man wirklich auf Mückenstiche so stark allergisch reagieren, anaphylaktischer Schock mäßig? Oder nur so, also nur, es ist ja auch sehr unangenehm, aber nur so krasse Beulen und so. Weil das gibt's ja, da reagieren ja wirklich viele Menschen sehr unterschiedlich, was Mückenstiche angeht. Ich zum Glück kaum, also ich habe da irgendwie einen halben Tag lang Binkel und dann verschwindet es wieder. Aber ich kenne durchaus Leute, die haben da richtige Schwellungen dann an den Stellen oft. Tja. Königinnen fliegen im Frühjahr los. Ja, genau, eben. Deswegen glaube ich, dass das wirklich eine Königin war, eine Hornissenkönigin. Die war so crazy riesig. Also, lesen wir uns mal das Tagebuch des Kanalisationsmanagers durch. Bulail, vielen, vielen Dank nochmal für die Bits. Das Spendenglas wird wieder ein bisschen aufgefüllt. Danke, Leute. Dankeschön. Ihr seid großartig. Cool. Ich hatte mal 2 Mückenstiche an einer Hand und nach 2 Tagen konnte ich die Hand kaum noch bewegen, war übelst angeschwollen, braucht da immer eine spezielle Creme. Ja, das habe ich schon öfter wirklich auch gesehen bei Leuten, die da sehr stark reagieren. Ist natürlich auch nicht schön, aber zumindest stirbt man in der Regel nicht an Mückenstichen. Also hier bei uns zumindest aktuell. Naja, okay, zurück zum T-Virus. Oder G-Virus oder zum Tagebuch des Kanalisationsmanagers. Bringen wir es hinter uns. 28. Juli. Es ist schon eine Weile her, aber ich habe heute Don gesehen, nachdem er seine Arbeit vollendet hat. Guck mal, ich verstehe. Das ist jetzt, glaube ich, das Tagebuch des schachspielenden Freunds von dem Umbrella-Mitarbeiter, von dem Polizisten. Genau. Das wahrscheinlich. Er hat mir gesagt, dass er seit gestern krank ist und im Bett ist. Es wundert mich überhaupt nicht, wenn man sich anguckt, wie lange er hier schon arbeitet. Er hat geschwitzt wie ein Pferd und hat seinen Körper, und hat sich am ganzen Körper gekratzt, während er geredet hat. Ich habe ihn gefragt, ob ihm heiß ist.
aber er hat mich nur seltsam angesehen. Was ist nur los mit ihm? 7. Juli. Chief Irons war in letzter Zeit ziemlich oft im Labor. Ich weiß nicht. Ich frage mich, ob das wirklich der schachspielende Freund war, für der da gerade beschrieben wurde. Oder beziehungsweise, na, vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es da wirklich eine Connection gibt. Ich weiß nicht, was er hier die ganze Zeit macht, aber er guckt immer super ernst und finster. Dieses Mal hat sein Gesichtsausdruck sogar noch beunruhigender ausgesehen als normalerweise. Ich schätze mal, es ist, weil Dr. Birkin Unmögliches verlangt. Der Chef hat meine Sympathie. Also der Chief, der Polizeipräsident hat deswegen meine Sympathie. Nach all dem, was er für die Stadt getan hat, hat er das wirklich nicht verdient. 21. Juli. Ich trinke nicht besonders viel. Auf der Friedhofsschicht, während der Friedhofsschicht. Aber ich kann mich nicht besonders beschweren, denn so verdiene ich mein Geld. Was, ich verstehe es nicht ganz. I rarely drink because I'm on the graveyard shift. Also er trinkt nicht besonders viel, weil er Friedhofdienst hat. But I don't suppose I have much to complain about, since this is how I make my living. Ja, aber er kann sich nicht besonders beschweren, weil er verdient so sein Geld. Gut, good talk. Danke für die Information. Hab mich sehr gefreut. 16. August. Chief Irons ist heute zu spät gekommen. Er hat wieder sehr finster ausgesehen, selbst für seine Verhältnisse. Ich habe versucht, ein bisschen Witze zu machen, um ihn aufzuheitern, aber er war nicht sehr amused. Er hat seine Waffe gezogen und gedroht, mich zu erschießen. Ich habe es geschafft, ihn zu beruhigen, aber dieser Kerl hat ein echtes Problem. Er weiß, dass er das Labor nicht ohne Hilfe betreten kann und ohne meine Medaille. Das ist also, was es für den Chief bedeutet, to serve and protect. Also das sagt man umgangssprachlich so nennt man die Nachtschicht, die Graveyard. Ach so, ist das ein Slangwort oder umgangssprachlich für die Nachtschicht, the Graveyard Shift. Okay, gut. Dann macht das ein bisschen mehr Sinn. Und to serve and protect ist so der Slogan der amerikanischen Polizei, ne? Zu dienen und zu beschützen. Deswegen sagt er das so von wegen, aha, so sieht das also für den Polizeichef aus, dass er Leute mit Waffen bedroht. 21. August. William hat mich darüber informiert, dass die Polizei in den Medien begonnen hat, Investigationen in Sachen Umbrella anzufangen. Er hat gesagt, dass die Investigationen stadtweit verlaufen werden und dass die Möglichkeit besteht, dass auch die Kanalisation durchsucht wird. Er hat uns gebeten oder mich gebeten, alle Umbrella-Kanalisationseinrichtungen zu schließen, während die Investigation läuft. Die Kanalisation wird immer noch als Passage benutzt werden, aber wir verlieren alle unsere Jobs, wenn wir nicht aufpassen. Bla bla bla. So. Ende gut, alles gut. Und jetzt habe ich sein Medaillon. Das hat er jetzt davon. Das habe ich auch noch nicht gehört. Die Graveyard Shift. Interessant. Verzeihung. Hustekuchen. Hey, Asia My Heart, vielen, vielen Dank für, wie heißt das auf, ich kann mich, Super Chat, oder? Es heißt Super Chat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich spamme ganz viele Herzen in den Chat. Yay! Das ist auch ein lustiges Feature, oder? Das ist schon ein nettes Feature, das YouTube da hat. Dass man hier so Emotes rein spammen kann. Finde ich cool. Das bringt dich halt schneller auf dem Friedhof. Ich habe das jetzt eher so verstanden, weil es halt so Nacht und dunkel ist, aber so macht es natürlich auch Sinn, das stimmt. Ist Nemesis Top 3 stärkste Kreatur? Oh, Net Ghost.
Da müsste ich länger drüber nachdenken. Spontan würde ich sagen, nee. Ganz spontan jetzt aus dem Bauch raus, wenn ich so drüber nachdenke, in der ganzen Resident Evil-Reihe, würde ich sagen, dass Nemesis nicht mal in die Top 3 kommt. Obwohl er intelligent ist und Waffen benutzen kann. Das ist schon, das muss man schon in Betracht ziehen. Auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass es genug Kreaturen gibt, die stärker wären als er. Top 10 würde ich sagen, auf jeden Fall. Top 3 würde ich jetzt spontan sagen, eher nicht. Aber weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt gerade nicht endgültig beantworten. Müsste man mal genauer investigieren. Warum liegen hier jetzt eigentlich plötzlich? Was habt ihr mit den Spinnen gemacht, ihr Zombies? Nein! Oder sind die Spinnen irgendwie aufgeplatzt und zu ganz vielen Menschen geworden? Funktioniert das so? Wer weiß. Hier sind die Spinnen. Jeder verschwendet deine Munition für die Dinge. Da. Das ist ungefähr das schlechteste Sicherheitssystem, das sich Umbrella hätte einfallen lassen können. Ein Regenschirm kann den Rätsel lösen. Ein Regenschirm ist für die... Deswegen heißen die Umbrella. Crazy. Damn it. Bull Isle, vielen, vielen Dank für die Robobits. Dankeschön. Wesker ist die stärkste Kreatur. Das ist ein Take, den würde ich spontan erstmal fühlen, ja? Das könnte man auf jeden Fall verargumentieren. Da würde ich spontan sagen, der Wesker könnte in der Top 3 dabei sein. Das stimmt. Würdest du sagen, der Nemesis ist stärker als ein Tyrant? Ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Resi 5 Chris ist die stärkste Kreatur. Es gibt schon für alle, die mich irgendwie supporten, übrigens, ganz nebenbei, ganz kurz, damit ihr es wisst, alle, die jetzt auf Twitch abonniert haben, einen Sub haben, genauso wie alle, die auf YouTube eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, haben auch Zugriff auf die zeitexklusiven Bonusvideos, die ich veröffentliche. Ihr müsst nur euren Twitch- bzw. YouTube-Account mit Discord verknüpfen und auf meinen Discord-Kanal kommen. Da gibt es dann den Kanal, wie heißt der gleich nochmal? Ihr seht den dann schon, Bonusinhalte für Unterstützende oder irgendwie so heißt der. Und da findet ihr dann auch die zeitexklusiven Videos und ich komme drauf, weil unter anderem gibt es da eben auch natürlich ein Video darüber, ob Chris Redfield wirklich Superkräfte hat. Eine Theorie, die, wenn man mal drüber nachdenkt, gar nicht so von der Hand zu weisen ist. Und nicht nur Chris Redfield, ich spinne das noch viel weiter. Also, das könnt ihr euch gerne angucken, falls ihr es noch nicht wisst. Wird auch irgendwann demnächst, spätestens im Januar, ziemlich sicher, für alle dann verfügbar sein. Stärkste Kreatur Joe Baker. Der läuft safe noch im Sumpf rum. Ich denke mir wirklich, Joe Baker könnte echt noch leben, oder? Aber auch Lisa Trevor könnte noch existieren irgendwo in den Höhlensystemen unter dem ehemaligen Anwesen. Chris Redfield ist der Chuck Norris der Resident Evil 3. Wahrscheinlich. Für ungefähr. Oh. Da guck mal kurz in den Chat. Plötzlich kommen da irgendwelche Monsterarme aus der Decke. Einfach überhaupt nicht mehr erinnern, Leute. Überhaupt nicht mehr. Was ist denn da los? Ich meine, wir haben in Resident Evil 1 nie mit einem Raketenwerfer auf Lisa geschossen, aber Lisa könnte schon zu den toughesten Kreaturen gehören, eventuell. Weil soweit wir wissen, ist die einfach wirklich, wirklich, wirklich unsterblicher. Noch unsterblicher als alle anderen Resident Evil Monster, die wir so kennen. Aber wer weiß. Alexia gehört auch definitiv zu sehr starken Monstern, sage ich mal. Im Grunde alle, wie Wesker und Alexia,
die ihre Intelligenz behalten haben und trotzdem super stark sind. Jetzt ist gerade mein Controller kurz ausgefallen, aber da ist er wieder. Gut, erlebt. Hatten wir nochmal Glück. Ich finde, Ada und Chris stecken, Leon stecken das gut weg, dass er gerade irgendwas versucht hat, die zu greifen. Durch die Decke, ne? So, mal kurz auf die Karte gucken. Ah, ja. Hochinteressant. Gut, dass ich geguckt habe. Eine Flare Gun. Wir brauchen etwas, um sie zu zünden. Sag mal bloß, ich muss schon wieder nur das Feuerzeug nehmen. Ich habe mir schon wieder gedacht, oh, muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwie, ne, hier und das da und eine Flare finden. What? Und jetzt, dadurch, dass ich die angezündet habe, hat Leon gesehen, dass hier ein Schlüssel blinkt. Ha, verrückt. Lisa ist wohl unsterblich. Also, wie gesagt, ne, wir schießen nie wirklich mit den echt schweren Sachen auf sie. Aber zumindest im Remake in... Also, sie gibt es ja nur im Remake. Klar, im Remake vom ersten, wenn man mit Shield spielt, feuert Barry schon sehr viel Magnum-Munition in die rein. Und das ist ja einfach relativ wurscht. Also, ich würde schon sagen, die ist schon sehr robust. Ob sie wirklich unsterblich ist... Das ist eine andere Frage. Wie gesagt, ne? Raketenwerfer, dann sieht das Ganze vielleicht schon wieder anders aus. In Umbrella Chronicles oder Darkseid Chronicles, ich weiß es nicht, gibt es auch die Szene, wo Wesker einen Kronleuchter auf sie wirft und dann sagt er, so, das dürfte ihr den Rest gegeben haben. Aber ich sag mal, ich bezweifle es, dass es das getan hat. Keine Ahnung. Aber ja. Aber nachdem sie mit dem Totenschädel ihrer Mutter in den Abgrund springt, ne, das sieht ja so ein bisschen aus, als würde sie sich das Leben nehmen, sagt ja Barry auch noch quasi so, oh, ich bezweifle, dass ihr das den Rest gegeben hat, lass uns lieber mal schnell weg hier. Und ich glaube, danach sieht man sie aber auch im Original zumindest nicht mehr, ne? Naja, naja. Ist das keine Luke, auf der da liegt? Warum liegt der da überhaupt? Will mich da beißen? Ist der tot? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Liegt da einfach rum. Kann nichts machen. Hi, Stefan. Hab dich gerade einfach doppelt an auf dem Fenster über Konsole und YouTube und Handy auf Twitch. Perfekt. Genauso muss es sein. Die erste Begegnung in der Höhle mit dem Raketenwerfer, da fällt die nur um. Und beim eigentlichen Kampf fällt sie auch nur um. Ja gut, ob das Canon ist, dass die dann einen Raketenwerfer haben, das weiß ich jetzt nicht. Oder meinst du den Granatenwerfer? Aber ja, ich glaube auch, dass dieser Trevor sehr robust ist, auf jeden Fall. Ein Film über die Entstehung von Lisa Trevor. Ach ja, weißt du, wenn ich an Resident Evil und Filme denke, dann sehe ich so unglaublich viel Potenzial. So viel wunderschönes Potenzial. Und was machen sie draus? Naja, sag ich mal. Oh, dass die Waffe unten diese Automanuell-Funktion hat, das nervt mich ein bisschen. Weil ich immer nachladen will. Der unterste Knopf ist halt einfach der Nachladeknopf. Warum sind hier in der Kanalisation eigentlich so sehr viele Personen mit Freizeitkleidung? Die sehen nicht so aus, als hätten die hier gearbeitet. Und irgendwie... Weiß ich nicht, oder? Finde ich ein bisschen weird. Was machen die hier? Warum? Nee, bei Resident 1 HD, also beim Remake, hast du einen Raketenwerfer beim zweiten Durchspielen. Ja, ja, genau, ich weiß schon. Aber der ist ja quasi ein Scherz-Item, will ich damit sagen. Also das ist wahrscheinlich nicht offiziell Kanon, dass in dem Herrenhaus die einen Raketenwerfer gefunden haben und sich damit dann irgendwie durch die Villa sprengen.
Weißt du, wie ich meine? Deswegen weiß ich nicht, ob man das so ernst nehmen darf, wenn es darum geht, wie robust sie wirklich ist. Aber ja, technisch gesehen überlebt sie Granaten, Magnumschüsse, Raketen, alles. Das stimmt. Vielleicht war das eine Verbrecher... Oh, eine Verbrecherbande in der Kanalisation. Oder es waren Vampire. Oder die Ninja Turtles, die durch den T-Virus... Der T-Virus hat das Us rückgängig gemacht. Moment, dann müssten sie wieder Schildkröten sein. Beziehungsweise hat der T-Virus nur die Turtle-Teile der DNA vernichtet. Und die Menschengene sind zurückgeblieben. Und deswegen können sie jetzt keinen Karate mehr. Ne? Jetzt macht alles Sinn. Es waren auch vier Zombies in dem Raum. Zufall? Ich glaube eher weniger. Hey, jetzt kommen die Hero-Zombies. Super langsame Hero-Zombies. Raphael macht Michelangelo macht Was der Splinter macht, gar nichts mehr. Ich würde es mir angucken. Klingt nach einer guten Serie. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Für was haben wir jetzt eigentlich den Box-Key gefunden? Ich lasse den mal im Inventar. Da liegt bestimmt wieder Farbband vor der Schreibmaschine, oder muss ich jetzt nicht aus der Schreibmaschine holen? Genau, kann man sich drauf verlassen. Ich habe mal gehört, dass man in der japanischen Version immer 3 findet und in der westlichen Version oder in den westlichen Versionen nur 2. Komisch, oder? Die Serie war der größte Müll. Reden wir jetzt von den Turtles? Dann haben wir ein Problem, Freundchen. Aber wenn wir von Resident Evil reden, war halt alles nicht gut. Ich finde tatsächlich die Netflix-Serie irgendwie noch besser als die Filme tatsächlich. Weil wenigstens hatte die Serie noch sowas wie seinen eigenen Charme. Ich sag nicht, dass ich den besonders mochte oder dass der gut war. Aber das wenigstens hatte das irgendwas, finde ich. Das war amüsant, die zu gucken, wenn man ausblenden konnte, dass es Resident Evil ist. So ging es mir bei den Filmen nicht. Die waren mir einfach zu schlecht. Also, abgesehen vom ersten. Der erste war auch. Der hatte auch irgendwie so seinen eigenen Charme. Der war schon in Ordnung, schätze ich mal. Die Turtles, die waren super. Ja, genau. Dann ist schon gut. Gut, Glück gehabt nochmal. Nee, Quatsch. Oh ja. Der Foot Clan, ja. Das A-Team. Aber das A-Team waren nicht zu viert, ne? Die hatten Hannibal, Murdoch, Mr. T, Face. Tatsächlich waren die auch nur zu viert. Aber die waren nicht in der Kanalisation. Insofern waren es die Welt. Waren früher alle zu viert immer? Alle Teams? Damn it. Na, dann gehen wir mal weiter, Ada. Die Zombie-Turtles waren cool. Gab's wirklich mal Zombie-Turtles? Weil es würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Es gab sogar mal eine Zombie-Folge bei den Schlümpfen. Habt ihr die gesehen? Die fand ich damals als Kind super creepy. Die war wirklich creepy. Ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß nicht mehr, was die Begründung war. Aber irgendwie wurden die Schlümpfe lila und sind dann nur noch rumgesprungen, wie so japanische Zombies tatsächlich das ja tun, ne? So hoppelnd, und haben sich gegenseitig in die Schwänze gebissen. Und wenn so ein infizierter, lilaner Zombie-Schlumpf einen normalen Zombie in den Schwanz gebissen hat, dann hat er auch angefangen so zu hoppeln und nur noch so zu machen. Ich weiß nicht mehr genau, weirde Geräusche auf jeden Fall. Und das war creepy, ich fand es super gruselig damals. Insofern würde es mich gar nicht wundern, wenn es auch mal Zombie-Turtles gegeben hätte. Aber, ja. Warte mal, it seems to be a control turntable, there's a keyhole. Aber ich habe keinen Key. Gehen wir erstmal rein.
Was denkst du, erwartet uns in Teil 9? Was denkst du, erwartet uns in Teil 9? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich könnte nur raten oder sagen, was ich cool fände oder was ich lustig fände. Aber ich kann nicht mal sagen, was ich für wahrscheinlich halte. Es könnte theoretisch tatsächlich sein, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Chris und BSAA-Story aus Village weiterführen. Aber so wie ich Resident Evil kenne, werden die einen Scheiß weiterführen von irgendeinem Plotpunkt, der aufgemacht wurde und nicht beendet wurde. Vielleicht machen die was ganz Neues. Es gibt ja auch Gerüchte drüber, dass das irgendwie so in der amerikanischen Mythologie irgendwie die Monster inspiriert sein sollen, so ein bisschen wie Fallout 76. Auch das könnte ich mir nach Village tatsächlich vorstellen. Ich kann mir viel vorstellen, aber ich habe keine Antworten. Ich habe nur Fragen. Verzeihung. Sicher, dass das bei den Schlümpfen war? Das erinnert mich gerade eher an die Minions. Nee, das waren definitiv die Schlümpfe. Seit wann bist du Veganer? Also, so pflanzlich ernähren, pflanzlich ernähre ich mich schon sehr, sehr, sehr lange. Seit super vielen Jahren, 5 Jahren oder so, keine Ahnung. Aber so richtig 100% vegan, also auch überhaupt keine tierischen Produkte und so weiter, erst seit ein Jahr ungefähr, würde ich sagen, sowas in der Art. War das bei den Schlümpfen nicht Schlumpfwut? Ja, kann schon sein. Weiß ich nicht mehr genau. Das kommt mir bekannt vor. Aber es waren basically einfach Zombies. Vielleicht baut ihr auf den blauen Bernstein auf mit dem Plugger. Ja, die haben so viele offene Stränge jetzt, na, die könnten sich so bedienen. Ich mache vielleicht tatsächlich mal ein Video über alle offenen Stränge, die eventuell mal wieder aufgebrochen werden könnten. Ada! 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 Can you hear me? Come on, snap out of it! Ja, Käseersatz gab es wirklich lange Zeit keinen guten. Das habe ich auch tatsächlich. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich vermisst habe. Mittlerweile gibt es ganz guten Käseersatz. Beziehungsweise, glaube ich, ist es halt einfach so, dass sich der Geschmack verändert. Ne? Das Empfinden, glaube ich, verändert sich einfach mit der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob mir normaler Käse heute noch schmecken würde. Ich weiß es wirklich nicht. For a limited time. Uh-oh. Genau, morgen Resident Evil 1.5, wenn alles klappt. Ich hoffe, die führen einfach... Das wäre eine Herausforderung, wenn Resident Evil 9 alle Plots, die es gibt, wieder aufgreift oder zu Ende führt. Hätte ich die Magnum mitnehmen sollen? Vielleicht hätte ich die Magnum mitnehmen sollen. Schaffen wir schon. Genau, auch um 18 Uhr. Hab nachgesehen, die Folge heißt Die Schlümpfe sehen rot. Oh, kann man auf YouTube finden. Ja, cool. Auf jeden Fall für Halloween jetzt heute eine Empfehlung nach dem Stream. Leon? Das war nicht so klug von uns. Das vielleicht auch nicht. So. Geht schon noch. Der ist ziemlich schnell und hat ziemlich viel Reichweite. Ich mag den nicht. Fire Dragon, vielen Dank für die großzügigen 10 Euro auf YouTube. Dankeschön. Ich habe gerade dein Video gesehen mit der coolen Auflistung. Ja, war echt nice für mich. War damals tatsächlich die Dorfplatzszene in Resident Evil 4 sehr schrecklich, weil das mein erstes Resident Evil war. Ja, ich kann es mir vorstellen, vor allem wenn der Dr. Salvador mit der Kettensäge kommt, ne? Glaube ich schon, dass das auch... Wahrscheinlich warst du vielleicht auch noch ein bisschen jünger, ne? Wenn das dein erstes Resident Evil war. Das haut schon rein. Birkin, du bist mir ein bisschen zu schnell irgendwie. Was ist denn los mit dir? Es gibt in dem Spiel noch keine 180-Grad-Drehtaste. Das ist mir fast ein bisschen zu gemein hier. Wirklich jetzt? Guckt euch mal die Reichweite und die Schnelligkeit an. Oh nein! Hallo!
Holy shit, der ist aber wirklich nicht ohne. Ich hätte wirklich den Magma mitnehmen sollen. Vielleicht sollte ich einfach mal draufhalten. Okay, ich halte drauf, das ist eine sehr schlechte Idee. Nein, 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 jetzt nicht nachladen, Leon. Willst du mich verarschen? Sehr schlechtes Timing. This isn't even his final form. Nein, oh Gott. Na danke, um Gottes Willen. Das war beinahe knapp jetzt. Ich bin nicht vorbereitet drauf. Birkin, drop wenigstens irgendwie ein paar Pesetas, damit wir die Schrotflinte mal aufstufen können. Ich freue mich schon auf Resident Evil 4. Auch aufs Original, aber auch aufs Remake. Aber ich freue mich überhaupt auf die... ich freue mich auf alles. Oh Gott, nein. Ich freue mich nicht auf Survivor und so. Ich bin gespannt auf die Spiele, aber ich freue mich nicht drauf. Aber gucken wir mal. Ich glaube, wenn ich es recht in Erinnerung habe, kommt jetzt nach dem zweiten Teil der dritte. Und dann kommt tatsächlich schon Resident Evil Survivor drauf. Dran. Ich hab's schon öfter gesehen und es sieht... Hui... interessant aus und ich bin sehr gespannt, wie es sich dann wirklich mal selber spielt. Ich betrachte es ja so ein bisschen als Bildungslücke, dass ich es noch nie gespielt habe, aber Gott, das wird furchtbar. Don't die on me, Ada. Come on. Wake up. Come on. Schmeißt dem Birkin Dose Gesundheitsspray zu. Ja, und er kann ihm fast leid tun, das stimmt. Wie er so humpelt. Ey, vielen Dank nochmal, Fire Dragon. Super nett und super großzügig von dir. Dankeschön. Oh, Fire Dragon Music. Danke auch für dein Mitglied werden auf YouTube. Welcome back. Doppelt danke. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know. I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Huiuiuiuiui. Ich war wirklich nicht vorbereitet. Aber ich glaube, jetzt können wir dafür ein bisschen Magnum-Munition verballern, wenn wir Bock drauf haben. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Vorrat. Man merkt schon stark, dass das Spiel auch schon im Vergleich zum ersten sehr viel actionreicher ist. Schon allein, wenn wir uns angucken, was ich jetzt mit Leon für Bewaffnung einfach so in meinem Koffer rumliegen habe. Ne? Das ist crazy. Dafür hat man halt in Resident Evil 2 keine Waffen, die besonders effektiv gegen lebende Dinge sind, weil Barry halt nicht da ist, aber ansonsten schon... Ganz anders von der Ausstattung her. Und man hat auch viel weniger Munitionsknappheit, habe ich das Gefühl. Oder ich bin einfach so gut. Das kann natürlich auch sein. Nee, aber Quatsch, wirklich jetzt. Der erste war schon noch viel mehr Survival-Horror als der zweite. Warum ist eigentlich das Glas in meinem Gesicht? Sitze ich immer so, dass man das Glas so... Aber... Das ist doch gar nicht vor meinem Gesicht. Na, so ein bisschen, ne? Da muss ich mal gucken. Vielleicht arrangiere ich das nochmal ein bisschen anders. Ich fand es da unten irgendwie... Ich hatte das früher eh immer. Hier oben. Aber irgendwie fand ich es dann schöner hier unten im Eck so ein bisschen. Aber wenn ich mich da immer... Aber so ist es nur halb. Vielleicht machen wir es wieder hoch. Ich weiß noch nicht. Ich überleg's mir mal. Jetzt für Resident Evil 2 hat Katka vorher auch gemeint, ne? Hat er schon recht. Können wir es wieder da nach oben schieben? Dann stört's nicht und so. Oh?
Controller. Ach so, genau, ich muss wieder ins Fenster klicken. So. Claire kriegt die Weapons Against Living Things. Ja, genau, stimmt. Das Einzige, was jetzt hier in dem Menümanagement von Resident Evil 2 noch fehlen würde, ist, dass man Kräuter im Koffer mischen kann. Das wäre natürlich noch so die Premium-Funktion. Das wäre natürlich mega nice. Oh, guckt euch das an. Wir haben 32 Schuss für die Magnum plus 8. Wir haben 40 Schuss für die Magnum. Aber ich werde sie trotzdem bis zum letzten Boss sparen, weil ich ein Trottel bin. Wie immer halt. Ist halt einfach so. Übervorsichtig. Solange ich noch Pistolenmunition und Schrotflintenmunition habe, werden wir keine Magnum verschießen. Okay, Ada, darf ich dir deine Munition wegnehmen und alles? Nee? Okay, alles gut. Behalt den Scheiß. Ich will's eh nicht. Obwohl ich sage, dass die Leon-Kampagne in Resident Evil 6 ganz okay war, zumindest der Anfang. Die Leon-Kampagne ist definitiv, finde ich, der Höhepunkt aus Resident Evil 6. Aber ihr wisst ja, dass ich wirklich kein Fan bin vom sechsten Teil. Ich finde den fünften eigentlich noch ganz nett, aber ich finde auch, der hat im Vergleich zum vierten leider schon stark abgebaut, muss ich auch sagen. Aber trotzdem habe ich Bock, den zu spielen. Dankeschön, Black Sabbath, für die 2 Euro. Bist selber der Beste. Jetzt balanciere ich es auf den Kopf, genau. Das ist viel besser. Das hilft mir dabei, meine Posture zu bewahren. Hey, Zakorak, hallo. Schön, dass du auch mal wieder vorbeischaust. Zakorak, falls ihr den gar nicht mehr kennt, vielleicht war früher, also ist quasi so Urmitglied von Landsquid Bird Rider. Ohne Witz jetzt, also wirklich ohne Witz, total crazy. Zakorak war sage und schreibe mein allererster Patreon. Ich bin da mit Patreon online gegangen und habe mir gedacht, niemanden wird das interessieren. Niemand wird Geld für meinen Kanal ausgeben. Und Zakorak war der Erste, der am Start war und hat den Kanal wirklich viele Jahre lang sehr, sehr großzügig unterstützt. Ich hoffe, du hörst das noch. Vielen, vielen Dank dafür. Zakorak hat tatsächlich, ohne Witz, Zakorak und Ramsey damals haben Landsquid Bird Rider mit aufgebaut. Das kann man echt sagen, durch ihren großzügigen Support über viele Jahre hinweg. Super nett, danke dafür. Ich hätte viele Jahre wären ohne euch, glaube ich, echt knapp geworden. Ich weiß nicht, ob ich da den Kanal hätte überhaupt weiter betreiben können in dem Umfang, in dem Ausmaß, in dem ich es gemacht habe ohne euch. Sehr, sehr cool. Und danke, Bulail, für die 100 Bits. Ich habe das Gefühl, ich spreche deinen Namen jedes Mal anders aus, oder? Aber irgendwann wird schon mal der Richtige dabei sein. Stefan! Dankeschön! Stefan Germany ist jetzt ein Bird Rider. Yeah. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Vielen, vielen Dank. Kannst auch einfach Husky sagen. Ich versuche es mir zu merken. A huge breaker system that regulates all the power in the universe. Ach so, in the lab, okay. The main fuse has been removed. Also wir brauchen eine Sicherung für den riesigen Breaker hier. Sonst haben wir keinen Strom in meinem Ich check jetzt erst, wo wir sind eigentlich. Meine Güte. Hey, Desert Railgun. Aber du, ein Hoch auf Zakorak und Ramsey auf jeden Fall. Aber du bist genauso Urgestein hier. Du musst dich gar nicht hier verstecken hinter den anderen beiden. So, alles erledigt heute. Was habe ich verpasst? Wir haben ganz viele Zombies erschossen. Dann haben wir Birkin erschossen. Dann hat Birkin Ada erschossen mit seinen Händen. Und dann haben wir Birkin nochmal erschossen. Und dann haben wir Ada auf dem Bett gelegt und haben gesagt, wenn du jetzt stirbst, dann bin ich nicht mehr dein Freund.
Und jetzt suchen wir die größte Sicherung der Welt, um die Stadt mit Strom zu versorgen oder so ähnlich. Ah, da ist sie. Die größte Sicherung der Welt. Wir haben sie gefunden. Die ist gar nicht, ich habe mir die größer vorgestellt. Eine Kontrollbox, um super niedrige Temperaturexperimente durchzuführen. Ich könnte die Superconductor Fuse hier einsetzen. Dann machen wir das mal. Ach, die Sicherung ist für was anderes anscheinend. Die ist nicht die größte der Welt. Beste Zusammenfassung der Story ever. Ja, finde ich auch. Hab nie Teil 6 durchgespielt. Ich habe mich da, ich muss wirklich, ich sage das nicht, weil ich gemein sein will, sondern weil ich es wirklich so empfunden habe. Ich habe mich da durchgequält. Zweimal mittlerweile sogar schon. Es hat mir stellenweise wirklich nur genervt und du hast nicht viel verpasst, kann ich sagen, meiner Meinung nach. Aber auch den sechsten Teil werden wir natürlich durchspielen. Insofern kannst du dann mal alles vom Spiel sehen, wenn wir soweit gekommen sind. Der hat schon auch coole Passagen und so weiter. Ich glaube tatsächlich, zumindest aus meiner Perspektive würde ich sagen, ich glaube, der sechste Teil ist zum Zugucken tatsächlich cooler als zum selber spielen, glaube ich. Weil der hat schon ein paar Stellen, ne, wenn dann irgendwie Sherry und der Sohn von Wesker gemeinsam, was ja schon auch ein bisschen nice ist, ne, dass die Tochter von Birkin und der Sohn von Wesker, die ja hier schon bei Umbrella irgendwie so Buddies waren, jetzt sich zusammentun, um gegen im Grunde das Erbe ihrer Väter zu kämpfen. Das ist ja alles schon ganz cool. Und wenn die beiden dann irgendwie gegen den Panzer in dem Gebäude kämpfen und der durch die Wände durchbricht und sowas, das sind crazy Action-Szenen. Ich glaube, das ist echt cool, sich das anzusehen. Das macht mir leider echt keinen Spaß. Ich glaube, man könnte das Spiel in der PlayStation auf Deutsch stellen. Ja, genau, hatte ich auch, aber dann ist es geschnitten. Dann haben alle gesagt, oh, das ist geschnitten, mach's lieber Englisch. Jetzt habe ich es Englisch gemacht und jetzt ist es nicht mehr geschnitten, aber dafür muss ich alle Texte übersetzen. Man kann nicht alles haben, leider. Also ich wüsste zumindest nicht wie. FireDragon_Music ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Jetzt auch noch hier auf Twitch. Vielen, vielen Dank für deinen doppelt und dreifach gemoppelten Support heute. Dankeschön. Super cool. It's locked from the inside. Hey, dass wir jetzt schon im Labor sind. Ich realisiere es jetzt gerade erst. Ich finde, das ging irgendwie schnell. Oh, was höre ich da? Nein. Ach so, es ist nur eine Pflanze. Ich dachte schon fast, hier ist die Motte. Auch die fehlt ja im Remake. Ach, Remake, du hättest perfekt sein können. Du hättest um ein Haar perfekt sein können, Remake. Es ist wirklich, es schmerzt mich, dass das Remake so knapp an Perfektion vorbeigeschlittert ist. Um ein Haar. Ah. T-Bone, dankeschön für die Törtchen. Die vielen, vielen Törtchen, die ich jetzt dann essen werde, wenn der Stream vorbei ist, weil so wenig Kinder da waren, um die Süßigkeiten abzuholen. Nee, die Motte ist unwichtig und kann nicht viel. Und wenn ich in dem Team sitzen würde oder verantwortlich wäre für ein Remake und Capcom sagt, jetzt werdet mal fertig und ich muss irgendwas streichen, ist die Motte natürlich das Erste, das rausfliegt. Ist total klar. Aber trotzdem fehlt sie halt einfach. Und ich vermisse sie. Liebe Motte. Komm bitte bald ins Remake. Es ist total albern, aber ich würde mir so wünschen, natürlich wird es nie passieren, aber ich würde mir so wünschen, dass Capcom so aus dem Nichts plötzlich ein Add-on für Resident Evil Feuerzeug, Dankeschön, genau, habe ich mir gerade auch gedacht, ein Add-on, ein DLC nochmal für Resident Evil 2 und 3 droppt. Oder stellt euch vor, die kommen nächstes Jahr plötzlich mit der Resident Evil 2 und 3 Remake Collection an den Start und sagen, und übrigens haben wir noch quasi für beide Spiele neue Inhalte hinzugebastelt. Und dann ist im Remake vom zweiten Teil genau das gleiche Spiel, aber wir haben noch irgendwo eine Motte, wir haben noch irgendwo die mutierten Pflanzenlicker und wir haben ein paar
bin in der Kanalisation ansonsten das Gleiche. Und in Resident Evil 3 haben sie den ganzen Kirchturm-Part und den Digger, den Grave-Digger noch mit eingebaut und so, ne? Und bam, hätten wir zwei großartige und perfekte Spiele. Es wäre so geil, aber ich weiß nicht, ob sie das machen werden. T-Bone und ich kann mir jetzt schon wieder nicht merken, wie ich die Husky, oder? Oder Bulail. Auf jeden Fall Dankeschön. Und noch einmal danke an T-Bone. Das Glas explodiert jeden Moment. Bringt euch in Deckung. Oh, Glück gehabt. Lange hält es nicht mehr durch. Die Motte war toll. Ich vermisse es, dass sie Eier auf die PC-Tastatur gelegt hat. Genau, verbrenn die Pflanze. Ich bin schon dabei. Oh, jetzt habe ich die Lab Security Manual weggedrückt. Ich will die zumindest kurz ein bisschen überfliegen. Das ist auch immer cool für meine Videos und so weiter, weil ich bin ja auch nicht allwissend, was Resident Evil Lore angeht. Und es ist immer interessant, hier die Originaldokumente mal wieder zu lesen. Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt noch nichts gefunden, wo ich mir gedacht habe, ach was, wow. Aber kann ja passieren, deswegen schaue ich es mir gerne an. Laborsicherheitsanleitung. Es ist ja tatsächlich so, witzigerweise, dass die meiste Lore über die klassischen Resident Evil Teile eigentlich erst für die Wii in den Lightgun-Shootern dazugekommen ist. Die haben da ganz viel ergänzt und erklärt und umgeschrieben. In den Originalspielen steckt noch gar nicht so viel Story eigentlich. Aber trotzdem, Labor-Security-Anleitung oder ja, Manual halt. Sicherheitsmaßnahmen im Falle eines Notfalls. Im Falle eines unkontrollierbaren Biohazardes auf Deutsch. Biotoxischen, Biogefahrenausbruchs, keine Ahnung, werden alle Sicherheitsmaßnahmen dieser Direktive der Underground Transport Facility eingeleitet. Im Falle, dass irgendwelche Abnormalitäten detektiert werden, im Cargo Bay während des Transportes werden alle Materialien automatisch von der Ladezone über den High-Geschwindigkeitszug transportiert. Was? Und dann werden alle Materialien in Isolation gesteckt und letztendlich sofort vernichtet. Im Falle von Szenario 1, eines Szenario 1 Notfalls, wird der ganze Zug gepurged und vernichtet, ohne Verzögerung. Im Falle einer Kontaminierung des Labors wird die nördlichste Route, die aktuell zum Transport von Materialien in die Facility benutzt wird, zur Notfall-Escape Route. Ihr wisst schon, Notausgangsroute. Die Route wird eine gesicherte Passage zum Rally Point draußen außerhalb der Stadt sein. Disclosure, also strenge Sicherheitsgeheimnisse über Informationen, über die Forschung, die hier betrieben wird. Und die Existenz dieser Einrichtung ist natürlich streng verboten. Also man darf nichts drüber sagen, weil es hat höchste Priorität, dass alle Wissenschaftler hier geheim bleiben. Und möglicherweise wird der Zugang zu der Fluchtroute unter gewissen Umständen verwehrt. Im Endeffekt steht da drin, wir werden euch alle sterben lassen, weil ihr redet nur mit Presse und Leuten über den Bullshit, den wir hier machen. Pech gehabt. Das steht da im Grunde. Nur in Beamtendeutsch oder Englisch. Umbrella-Englisch. Wow, bioorganische Waffe. Ja, das schon. Aber was ist denn mit Biohazardous? Ich weiß wirklich nicht, wie man das im Deutschen übersetzt. Biogefahrengut. Biogefahrenquelle. Biologische Gefahrenquelle. Ich glaube, das ist gut. Biologische Gefahrenstoffe. Ja, das ist sogar noch besser, Katja. Das ist es wahrscheinlich. Biologische Gefahrenstoffe. Das ist gut. Das nehmen wir. Das ist eingeloggt. Düdl.
Double kill. Yeah, Pflanzenlicker können mir gar nichts. Lustig, dass die nicht gehört haben, wie ich durch den Schacht krieche, ne? Die sind anscheinend nicht nur blind, sondern auch ein bisschen taub hier, die pflanzengegifteten Licker. Das ist übrigens ganz interessant, ne? Das ist, glaube ich, so ein Detail, das auch wirklich erst der zweite eingebaut hat. Das gab es im ersten so zumindest noch nicht, dass der T-Virus halt eben nicht nur irgendwie ein Mutagen ist, das dazu führt, dass Menschen Zombies werden und so weiter, sondern das ist eben auch dafür da, dass DNA verbunden werden kann. Das sieht man eigentlich im Original schon auch an den Lickern und den Chimera, den Chimären, weil da ist ja im Grunde auch dasselbe passiert. Da dient ja der T-Virus quasi nicht mehr als Mutagen in dem Sinne, sondern als Verbindungsstoff, Verbundstoff zwischen DNA, die eigentlich nicht kompatibel ist. Und hier sieht man eben auch, dass auch externe Umwelteinflüsse einfach von dem Virus in die DNA eingebaut wird. Und hier wurden diese Licker eben einem Pflanzengift ausgesetzt. Und dann hat der T-Virus gesagt, ach, guck mal. Und hat das halt quasi so mit in die DNA eingebaut. Gucken wir mal, was passiert, whatever. Ist natürlich Hardcore Science-Fiction-Fantasy, wenn in Wirklichkeit ein Virus sowas machen würde, dass der einfach jedes Enzym, alles in die DNA einbaut, ist natürlich nichts mehr lebensfähig. Also natürlich kompletter Bullshit. Aber ich finde es für so ein Horror-Science-Fiction-Fantasy-Szenario schon eigentlich ganz witzig und ganz nice. Ist schon cool. Weil es halt viele Möglichkeiten gibt dadurch, die eigentlich die Resident Evil-Reihe insgesamt viel mehr noch nutzen könnte. Resident Evil ist, was das angeht, ich finde, die sind viel zu schnell dann weitergegangen, ne? So, grüne Pflanzen, vom T-Virus zum G-Virus und dann kommen irgendwelche Pilze und irgendwelche Parasiten und so weiter. Man hätte mit dem T-Virus noch so viel mehr machen können. Macht ja der fünfte dann wieder ein bisschen zumindest, ne? Versucht das so. Team Kille 667 ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Das Knuddel! Vielen, vielen Dank fürs Abo verschenken an Team Killer 667. Dankeschön, freut mich sehr. Ich befürchte, das war nur die 500-Euro-Frage, Katja. Aber ich habe auch keine 500 Euro für dich, tut mir leid. Aber ja, ich fände es total nice, weil wir gerade vorher beim 9. Teil waren. Ich persönlich würde es total feiern, wenn der 9. Teil sagt, wisst ihr was, schalten wir wieder 4 Gänge runter und machen mal wieder beim T-Virus weiter. Weil da steckt noch Potenzial drin, wenn du nutzt es. Aber I doubt it, dass das passieren wird. Ivy sind nervige Spuckkerlis. Die sind aber auch, ich finde das ganz gut, dass die verändert haben, weil ich muss sagen, die fand ich früher nicht und finde die auch heute nicht gruselig. Das sind halt irgendwie Blumen. Blumen sind halt nicht gruselig. Ich meine, guckt sie euch an. Ein bisschen lame schon, oder? Muss man schon sagen. Gibt es offizielle News über 9? Nee, überhaupt nicht. Man weiß, also es ist ziemlich naheliegend, dass ein Resident Evil 9 erscheinen wird. Ne? Das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber alles andere weiß man überhaupt nichts drüber. Haben mich gerade die Tentakel der toten Pflanze noch gehauen? Das ist eine Unverschämtheit. Ja, die sind im Remake viel gruseliger, die Pflanzenzombies. Das muss man schon sagen, auf jeden Fall. Finde ich auch. Morgen gibt's Resident Evil 1.5 als Bonus. Die unfertige erste Version von Resident Evil 2. Stimmt ja nicht ganz, ne? Es gab ja schon Pläne für... wie hieß es gleich nochmal? Resident Evil... weiß ich nicht. Generischen Zusatznamen hier einfügen. Au. Au, aufhören jetzt. Also ein... bin ziemlich tot. Also ein Resident Evil 2 hätte es schon mal geben sollen. Das hätte aber noch ganz stark... Oh Gott, die sind zu dritt. Das hätte aber noch ganz stark auf Resident Evil 1 basieren sollen.
Warte, lass mich mal kurz ins Menü gehen, okay? Bevor er mich hier niederkombot. Die hätten da ganz viel Assets und Teile und Szenarien aus dem ersten Teil genommen. Und das wurde aber von Capcom dann sehr früh schon auf Eis gelegt. Ach, das war jetzt gerade ein sehr ungünstig laufender Kampf. Aber gibt's Schlimmeres, whatever. Überrascht dich da eigentlich irgendwas von oder kennst du die Spiele auswendig? Ne, tatsächlich kenne ich die klassischen Spiele gar nicht mehr auswendig, merke ich so. Also beim ersten Teil ging es mir schon so, dass ich da ganz viel nicht mehr wusste, beziehungsweise mit dem Remake durcheinander gebracht habe. Ne? Also das war für mich teilweise fast wie ein neues Spiel. Das habe ich ja wirklich über 20 Jahre in der Form im Original nicht mehr gespielt. Und beim zweiten Teil würde ich sagen, kannte ich die erste Hälfte schon noch ziemlich auswendig, aber je weiter das Spiel geht, desto weniger kenne ich's. Ich beschäftige mich halt eben sehr viel mit den Hintergrundgeschichten und Fantheorien und so weiter und so fort, aber ich spiele die halt jetzt auch nicht die ganze Zeit, außer vielleicht im vierten Teil, weil der gefällt mir halt einfach so gut, den spiele ich privat tatsächlich die ganze Zeit. Aber gerade so die Älteren kenne ich auch gar nicht mehr so gut teilweise. Insofern ist das auch für mich jetzt gerade hier zum Beispiel Endgame vom zweiten Teil so gut wie neu, kann man glaube ich sagen. Weiß ich fast nichts mehr drüber. Also alles andere, als dass ich sie auswendig kenne. Resi Resistance fand ich einfach ein Reinfall. Ich verstehe nicht, warum die es immer wieder versuchen. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich kann mir nur erklären, dass irgendjemand bei Capcom sitzt, der sie viel zu sagen hat und sagt, jetzt mach doch mal ein Resident Evil Multiplayer-Spiel, das funktioniert. Dead by Daylight schafft's doch auch, so ungefähr. Das ist, glaube ich, die Erklärung dafür. Irgendjemand bei Capcom will, dass gefälligst die Franchise, die als Singleplayer so gut funktioniert, auch mal zu einem Multiplayer-Spiel wird, das man gut monetarisieren kann, auch nachträglich vor allem. Bis jetzt ist ihnen das noch nicht so gelungen. Aber ich habe schon so oft gesagt, Capcom, ich habe die Formel, ohne Witz jetzt. Ich kann euch sagen, wie ihr ein Multiplayer-Spiel macht, das funktioniert. Und da habt ihr dann ganz fiese Monetarisierungsmechaniken mit Lootboxen, ey. Ich habe das perfekte System, wo Lootboxen und wo monatliche Updates und wo Skins und so weiter super funktionieren. Ich kann es euch sagen, ich schwör's euch, das wird funktionieren. Ihr hattet es nämlich selber schon fast in Revelations 1 und 2 von der Grundidee her drin. Und das würde klappen. Aber die machen immer irgendwelche weirden Asynchron-Multiplayer, die halt einfach noch nie... Also, abgesehen von Dead by Daylight hat das halt noch nie gut funktioniert und das ist halt einfach alles Quatsch. Aber da bin ich mir sicher, dass ich da wirklich die Formel für ein funktionierendes Multiplayer-Games-as-a-Service-Spiel im Kopf habe. Nicht, dass ich das selber gut fände, aber ich weiß, dass es funktionieren würde. Aber gut. Das wird teuer, Capcom, ich sag's euch. Ihr könnt mich engagieren. Multiplayer fühle ich gar nicht. Nee, ich brauch's eben auch nicht bei Resident Evil. Resident Evil ist für mich nicht die Multiplayer-Franchise. Hier dieser Looter-Shooter-Game-Mode. Genau, das wäre so ein bisschen die Basis für meine Idee. Mit Hochleveln und mit Skins und Waffen freischalten und Waffen hochleveln und Charaktere aus irgendwelchen Lootboxen ziehen und sammeln und Co-op-Multiplayer für bis zu 4 Spieler und so weiter. Da sind alle Elemente drin, die so ein schäbiger Looter-Shooter braucht mit Monetarisierung ohne Ende. Das wäre die Blaupause dafür. Da müsste nur noch ein bisschen dran feingetuned und erweitert werden. Und dann kann man ne, alle Szenarien, die es jemals im Spiel gab oder in der Reihe gab und so weiter und so fort, bla bla bla. Könnte man wunderbar machen. Also ich meine, wenn die schon so eine monetarisierbaren Resident Evil Multiplayer haben wollen, warum machen sie es dann nicht richtig? Weil, wisst ihr, das denke ich mir halt. Also, weiß ich nicht. Die letzten beiden Versuche waren halt auch wirklich so ein bisschen halbherzig. Und dann verstehe ich es halt nicht. Macht's halt dann wenigstens mal richtig. Ernsthaft. Naja, oder lasst's. Das ist für mich auch vollkommen okay. Oh, du bist echt ein gemeiner Stealth-Zombie. Was soll denn das jetzt eigentlich? Aber ich muss wirklich sagen, ich habe das eh schon, als wir angefangen haben, öfter gesagt,
Der zweite Teil spielt sich so viel besser als der erste. Capcom hat wirklich da nochmal so viel Arbeit reingesteckt. Der zweite steuert sich besser, fühlt sich besser an. Also das ist wirklich einfach Gameplay-technisch von Resident Evil 1 Original 2. War schon ein ganz schöner Fortschritt. Muss man schon sagen. Okay, Zombies, ihr habt es geschafft. Ihr habt die Schubflinte unlocked. Viel Spaß. Yeah! Um Gottes Willen, das war schon ein bisschen cool. Resident Evil Outbreak war gut. Das hat zumindest seine Fangemeinde. Ich habe das nur ein bisschen gespielt und meins ist es, glaube ich, nicht. Das werden wir uns ja auch im Rahmen dieser Reihe hier noch ausführlich anschauen, alle beiden Teile. Ich glaube, da gibt es coole Ansätze, aber auch das mag ich, glaube ich, gar nicht. Aber ich bin gespannt drauf, ne? Ich habe es auch nur ein paar Stunden gespielt. Aber das hat definitiv seine Fangemeinde von damals, ja. Das hat viele Fans. Eine Maschine, die für Vakuumforschung benutzt wird. Gut, dass wir drüber geredet haben, Leon. Und was wurde hier gemacht? Man weiß es nicht. Zum Glück ist Leon hier nicht Chris. Der würde irgendwie nur sagen, Maschinen. Ich kann kein Klavier spielen. Mich wundert sehr, dass er den PC bedienen kann im Labor in Resident Evil 1. Es ist echt so lustig. Im Remake haben die das ja ein bisschen verändert. Aber im Original, ich wusste nicht mehr, dass Chris im Original Resident Evil 1 einfach nur chillend schlecht ist. Einfach nur nix kann. Der kann keine Chemikalien mischen. Der kann keine einfachen Matheaufgaben. Der kann nicht Klavier spielen. Der kann keine Schlösser knacken. Der kann einfach nur nix. Kann einfach gar nichts. Der hat nicht mal einen Granatenwerfer. Also Resident Evil 1 Chris ist schon lustig. Lustig, sinnlos, nutzlos. Kennst du die Einstellung Straight Edge? Ja klar. Das ist ja im Grunde Menschen, die sagen, okay, keine Drogen, kein Alkohol, nur Sport und gesunde Ernährung. Ich glaube, das... Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber das geht, glaube ich, auch so ein bisschen in so kein Sex vor der Ehe oder sowas Richtungen unter Umständen, ne, glaube ich. Kann aber sein, dass das nicht stimmt. Aber ja, das ist so ein gesundes, sauberes Leben führen quasi, ne, das ist so die Einstellung. Da gab es mal einen bekannten Wrestler, der das sehr propagiert hat. Das lebst du auch. Ah ja. Why not? Chris kann auch keine Person erkennen, die 2 Meter vor ihm stehen. Ich sag nur Musikzimmer. Ja, und er kann kein Gegengift irgendwie in dem Medizinschrank erkennen. Er kann einfach gar nichts. Alles findet seine Liebhaber, und wenn es nur aus Trash-Faktor ist. Ich glaube, Resident Evil Outbreak hat tatsächlich so Nostalgie-Fans, ne? Leute, die das damals gespielt haben und deswegen cool finden. Genau, gesünder Leben. Nicht jetzt seine Sexualpartner nach dem anderen, keine Drogen, kein Alkohol und möglichst auf andere Lebenseinstellungen und auch Leben achten. Ja, klingt doch voll in Ordnung. Er kann Steine verprügeln, aber auch das kann er erst im 5. Teil. Im ersten Teil muss er sogar noch vor Steinen weglaufen. Deswegen hat er seine Steinphobie oder seinen Hass auf Steine. Steine. Grrr. Oh, Eier, Motte, Riesenmotte, bewegt sich. Nein, Riesenmotte macht eine lustige Animation mit den kleinen niedlichen Beinchen. Riesenmotte ist irgendwie süß. Oh, arme Riesenmotte. Jetzt hätte ich tatsächlich mein Messer mitnehmen sollen, ne? Das tut mir jetzt fast im Herzen weh, aber ich befürchte, wir müssen mit der Schubflinte auf die PC-Tastatur schießen, weil ich sonst nicht an den Maden vorbeikomme. I can't reach the computer! Ja, es ist unmöglich, Leon. Guck's dir an. Da sind 6 Würmchen. Die, leider, ihr würdet ja gern. Aber es geht einfach nicht.
Nein, sag mir nicht, dass ich nochmal schießen muss. Ach, das tut mir am Herz weh. Verzeihung. Es gibt auch Lego. Vielleicht ist er als Kind auch oft auf Lego-Steine getreten. Deswegen seine Beziehung, seine ungesunde Beziehung zu Steinen. Das kann auch sein. Kennt noch jemand das Spiel, das es damals zum zweiten Film gab, wo man Monster erschaffen musste? Indem man die DNA verschiedener Lebewesen miteinander kreuzt. Das kenne ich nicht, aber das klingt irgendwie sogar cool. Ich habe mal auf der Wii so eine, das war so ein rundenbasierendes Kampfspiel, das war ganz interessant. Da war mal so ein Alchemie-Frankenstein-artiger Kerl und hat quasi von verschiedenen Monstern Körperteile, also Torso, Arme, Köpfe zusammengenäht an seinen Kreaturen oder die auch durch so Alchemie-Experimente erschaffen. Und die hatten verschiedene Stats. Und dann ist man quasi in die Kämpfe gezogen und hat dann gesagt, okay, jetzt der und der Angriff mit dem rechten Schlangenarm und jetzt Säure spucken mit dem Säurekopf, den ich dir gegeben habe. Weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das war ganz nett. Aber sonst weiß ich es nicht. Will you operate the computer? Bitte schön, ja. Einfach Moth. Es ist wirklich voll Baby Mothra, ne? Voll. Ich finde auch. Ehrlich gesagt freue ich mich auf die Teile ab Resident Evil 4. Die alten sind zwar natürlich legendär, aber ohne Nostalgiefaktor ist es einfach nicht mal ansatzweise gruselig. Ja, gruselig ist es tatsächlich nicht mehr so, aber ich muss sagen, tatsächlich auch bei Resident Evil 1, so original, wenn ich so ohne Chat, ohne euch, das so alleine nachts im Dunkeln die Let's Plays aufgenommen habe, war es schon ein bisschen gruselig, muss ich schon sagen. Umbrella Rodim System, Version Nummer 4. Culture Experiment Room Stuff Registry. Accessing. Enter your username. Ich habe kein Username. John? This name is not in the researcher database. Enter your username. Wie schreibt man den Birkin? Burr? Burkin. Was? Der Name ist nicht in der Researcher Database? Hallo, TK, wie geht's? Birkin. Ach, ich habe Burkin geschrieben. Na, dann kann's nicht funktionieren. Birkin schreibt man den. Moment, jetzt wird's aber... Warum ist der nicht in der Researcher Database? Also wirklich. Guest ist es hier, glaube ich. Ah, ja, wir müssen halt einfach noch suchen, ne? Aber ich gebe mal Guest ein. Aber die Motte ist schon im ersten Teil auch wirklich der absolut beschissenste Boss überhaupt. Also ich meine, die kann halt auch gar nichts, oder? Register your fingerprints. Ah, ich muss mich jetzt als Gast registrieren, alles klar. Ich hätte jetzt tatsächlich auch, ohne es zu wissen, Birkin als Username und Sherry als Passwort benutzt, ne? Aber ich habe mich jetzt einfach neu als Gast registriert. Umbrella mal wieder top-notch, was Sicherheitssysteme angeht. Oh, Gastregistration erst in 24 Stunden gültig. Naja, dann Pech gehabt, Leon. Warum habe ich das jetzt gemacht? Was ist das jetzt hier? Warum habe ich die Motte getötet? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Genau, ich hätte John und Ada als erstes versucht. Ich glaube, wenn man das im Remake vom ersten Teil macht, dann kommt Tofu. Also dann hört man im Hauptspiel so ein Tofu-Easter Egg. Die Motte sah niedlich aus, muss ich auch sagen. Oh Gott, Mottenmaden. Na, aber guck mal. Ja gut, die werden jetzt dann alle gleich in die Luft gesprengt. Ne? Ich wollte gerade sagen, die können alle jetzt erwachsen werden und dann... schlüpft eine riesige Mottenfamilie.
Aber ich befürchte, die leben nicht sehr lange, noch ein paar Stunden oder so. Schade, schade. Hätte ja sein können. Warum habe ich jetzt hier mein... Warum habe ich mich jetzt hier als Gast registriert? Ich verstehe es nicht. Das stimmt. Vampire Girl, sowohl den ersten als auch den zweiten, kennt die einfach auswendig, ne? Ist mir auch schon das gefallen. Bis hin zu irgendwie, guck mal da noch schnell hinter diese eine Lampe in dem einen Raum, da liegt noch irgendwie ein 50-Cent-Stück, das Polizeipräsident Irons aus der Hosentasche gefallen ist. Also bis zu diesem Detailgrad einfach auswendig. Für Claire B. Ah, wirklich? Really? Ah, oh, das war so gut. Ich wusste auch wirklich gar nicht mehr, in welchem Ausmaß Leon A. bzw. Claire A. den jeweiligen dazugehörigen B-Run beeinflusst. Ich wusste es wirklich nicht mehr, wie... Ich wusste, dass die perfekt zusammenpassen, aber ich wusste nicht, dass die sich auch so gegenseitig beeinflussen können. Und das finde ich einfach so nice. Da sind wir wieder dabei, dass leider halt das Remake vom zweiten nur gut ist, aber halt alles andere als perfekt. Weil da ist der B-Run halt leider echt relativ, ne? Ach, weiß ich nicht. Ein bisschen lieblos dran geklatscht, muss ich sagen. Ah gut, ich bin anscheinend richtig. Ich war mir nicht sicher. Aber sonst wäre hier wahrscheinlich kein Licker aus der Decke gefallen. Aha, schon langsam, glaube ich, nehme ich mal die Maschinenpistole. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die gut ist gegen Licker. Kann die gut staggern? Moment mal, ich gehe jetzt aber nicht zum letzten Bosskampf, oder? Das wäre zaudumm. Nee, ich habe keine Modisk. Ich habe nur eine Lab Keycard. Und ich weiß nicht, von welcher Tür. Ah, okay. Aha, alles gut. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ada, Ada. Alle schreiben Ada, Ada. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber wir werden es rausfinden. Ist echt meistens so in Spielen, da wo Gegner sind, geht's weiter. Ja, klar, klar. Ansonsten würden die ja nicht platziert werden. Also da kann man sich zum Glück auch drauf verlassen, dass Spiele einen da leiten. Das wäre sonst tot. Das zum Beispiel, ne, wir haben vorher über Alan Wake geredet, das ich ja eigentlich echt cool finde, aber vom Gameplay her teilweise nicht so gut. Und das ist zum Beispiel was, das mich an Alan Wake 2 total stört, dass da Gegner einfach random neu spawnen. Sowas nervt mich einfach. Okay, das Maschinengewehr ist absoluter Müll. Ich hasse es. Gut, wir haben erst 10% verschossen, aber ich hasse es. Sowas mag ich gar nicht, weil zufällig spawnende Gegner macht einem erstens das ausführliche Erkunden kaputt. Im Endeffekt wird man dafür bestraft, wenn man sich wirklich ausführlich umsieht, weil dann immer mehr Gegner kommen und man immer mehr Heilung und Munition verbraucht dafür. Also erkundet man lieber gar nicht oder so wenig wie möglich. Und eben, wie wir gerade gesagt haben, kann mich das Spiel auch durch die Platzierung der Gegner nicht leiten, weil ich weiß nicht, wo ich richtig bin anhand von Gegnerplatzierung, weil die immer überall sein könnten. Und das mag ich nicht. Das Maschinengewehr ist gut. Also meine... Vielleicht haben wir uns auf dem falschen Fuß erwischt. Kann ja sein. Aber so meine erste Begegnung mit dem Maschinengewehr war enttäuschend. Vielleicht werden wir noch Freunde. Hi James. Gucken wir mal. Vielleicht werden wir noch Freunde, das Maschinengewehr. Oh wow, Leute, ich fühle mich voll geehrt. Ich sehe gerade das auf Twitch alleine, oder? Nee, oder? Nee. Okay, insgesamt, dann ist alles gut. Ich dachte gerade, dass auf Twitch alleine super viele Leute da gewesen wären.
Aber das war YouTube und Twitch kombiniert. Ich habe hier zu viele Fenster offen. Ich habe mich gerade fast ein bisschen erschrocken. Insgesamt. Okay, dann ist schon gut. Hallo trotzdem an alle und ich fühle mich trotzdem geehrt, dass ihr alle da seid. Das ist eine Maschinenpistole. Habe ich was anderes gesagt? Gibt es da einen Unterschied? Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin mir sicher, dass das Ding gegen Zombies sehr gut ist. Das macht zumindest gegen Zombies macht sehr, sehr viel Spaß. Die Pflanzen haben aber auch kein schönes Trefferfeedback, ne? Das muss man auch sagen. Vielleicht lag es auch daran. Ich verstehe schon, eine Maschinenpistole ist sowas, was Leon so locker mit einer Hand hält, ne? Und ein Maschinengewehr wäre eher was Großes. Hey, Olli! Ja, das ist schon lustig. Also, für Zombie-Horden ist das sehr toll. Nee, ja, ich will sagen, es ist mir auch wurscht. Ich will es gar nicht so genau wissen. Ich will welche kaputt hauen. Maschinengewehr ist das, was Rambo nutzt. Ja, aber ich fühle mich gerade schon ziemlich wie Rambo. Machen wir mal das Licht an. Wie viel Prozent haben wir jetzt verschossen? Es geht eigentlich sogar. Kann man ein paar Räume damit klären. Activate Wham! For Base Vaccine. Okay, hier kann man also Impfstoff herstellen. Aber ich kann es nicht aktivieren. Dankeschön, Buko. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Okay, ist dann Maschinengewehr so das mit den Munitionsgurten drin? Ah, guck mal, die Modisk. Damit können wir jetzt endlich Duff-Bier kaufen. Glaube ich. Das ist, glaube ich, offiziell. Boah. Solange die Zombies umfallen, spielt es keine Rolle, was es ist. Das sehe ich genauso. Das fühle ich auch, ja. Das ist das, wo die Zombies umfallen, wenn ich draufhalte. Bin gerade dabei, deine anderen Resi-Let's Plays zu schauen. Nice. Freut mich. Also ich kann gleich sagen, dass Wham nicht für Wampy oder so steht. Ich bin unschuldig, glaube ich dir. Genau das mit den Patronengurten. Das wäre natürlich noch mal eins cooler. Für mich ist alles ein Maschinengewehr, was schneller schießt wie sobald es macht, ist es ein Maschinengewehr. Es gibt Pistolen, Maschinengewehre und das sind alle Kategorien, die ich brauche. You murdered my husband. Um Waffen einzusortieren. I know what you're looking for. You came for the G-Virus, didn't you? From me. This is my husband's legacy. Bis 9 machen wir heute. Where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. Kann ich dir leider nicht wirklich sagen, Puzzles. Keine Ahnung. What happened? Metallrohre, ihre einzige Schwachstelle. G-Virus. Tausche Vorzeug gegen G-Virus. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Bedarf am Eisen ist gedeckt. Finde ich lustig.
Ich glaube, wir spielen es heute noch durch anscheinend. Das that escalated quickly. Verdammt. Jetzt muss ich noch mal kurz auf die Karte gucken. Ich muss unbedingt noch mal zu einer Kiste, bevor wir hier das Spiel durchspielen. Verdammt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Two or more stuff need to be present to enter. Okay. Ich bin aber nur ein Stuff. Ach, guck mal, ich... Moment mal, ich kann doch nicht zwei Fingerabdrücke machen. Genau. Alles klar, ich verstehe. Eben, die Magnum. Also, wofür habe ich all die Spielstunden gespart? Jetzt ist Magnum-Zeit. Jo, mach's gut, Olli. Nochmal kurz Karte checken. Kurz husten. Genau, okay, alles klar. Leon. Schön, dass der Alarm für diese dramatische Szene kurz aufhört. I've been waiting for you, Leon. Oh nein. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-Virus. I don't believe this. Annette was right. About everything. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. Das ging schnell, ne? Finde ich auch. Aber wir haben ja noch Claire B vor uns. Und Claire A und Leon B, denke ich auch. Ada. Die Runs sind im Original so unterschiedlich, Ada, dass es Sinn macht, alle vier Versionen zu spielen. Don't give up. Ein Remake muss ich mal gucken. Leon. Ich dachte schon. Over. Just let me go. Shut up. You're gonna make it. It's too late, Leon. We both know it. No. I promised you that we would escape. You just have to help me out here. I really wanted to escape with you, Leon. Escape from everything. Goodbye. Ada! Das ist schon sehr dramatisch, ne? Gerade von damals. Der Moment ist so viel emotionaler als im Remake. Ja, na, irgendwie schon. Guck ihn dir an. But the show must go on. So, this is what everyone's been dying for. Leon, das war dein einziger Beweis, den du hattest, um Umbrella. Okay, gut. Das ist Adas Waffe. Es sind keine Kugeln mehr im Magazin. Warum hat sie das getan? Leon guckt, er hat ein gebrochenes Herz, deswegen, er ist nicht verletzt, sondern sein Herz ist gebrochen, deswegen muss er sich jetzt hier so halten. Ja, Leon übertreibt hier schon ein bisschen. Also ich meine, also er ist immer noch ein Polizist und sollte ein Profi sein und sollte nicht einfach den... Sollte nicht einfach den einzigen Beweis, den er hat, um Umbrella irgendwie, ne, irgendwo runterwerfen, weil er sagt, doch, du böses Zeug, du bist schuld, dass alles schlimm ist. Ich will dich nicht mehr bei mir haben. Naja, okay. Er war noch jung und so. Und ein Trottel. Sind wir? Wir sind schon ein bisschen tot. Ich habe eigentlich genug Heilung, ne? Müssen wir uns nicht sparen. Aber ich glaube, wir sind jetzt eh im Safe Room.
Ja, genau, das noch dazu Vampire Girl, ne? Noch dazu wirft er diesen super gefährlichen Virus einfach so runter und riskiert, dass quasi basically absolut alles infiziert wird und alles sofort losgeht oder schlimmer wird und so. Also ich weiß nicht, Leon. Ich weiß wirklich nicht, was da mit ihm los ist. Halt zusammen. Kurz auf die Karte gucken, weil ich keinen Orientierungssinn habe. Moment. Ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, das hier wäre noch ein Safe Room. Wo ist denn der nächste Safe Room? Ich muss nochmal kurz reingucken. Nicht, dass ich an der Kiste vorbeigelaufen bin. Nee, Quatsch. Das ist kein Safe Room. Das ist die Riesenpflanze. Ich bin gerade total verwirrt. Top 10 Entscheidungen aller... Ja, die Top 10 der schlechtesten Entscheidungen eines Resident Evil Charakters auf jeden Fall. Das stimmt. Es macht schon Spaß mit Leon, die Zombies so umzuwälzen. Das muss man schon sagen. Ist schon ziemlich lustig. Unterschiedliche Versionen. Ja, yeah, nehmt das. Game Sound übertönt, wenn du sprichst. Ist der Alarm so laut jetzt? Moment. Oh Mist. Okay, dann machen wir es so. Ist wahrscheinlich besser. Warte, ich könnte auch mich mal ein bisschen lauter machen, ne? Ich bin wirklich ein bisschen leiser eingestellt. Hallo? Ja, das ist ein bisschen besser hier jetzt. Okay, dann machen wir es so. Vor allem die Schussgeräusche sind lauter. Okay, alles klar. Warte mal, ziehe ich den Chat wieder nicht mehr? Hey, ich brauche so dringend... Oh, also wirklich, das klingt vielleicht voll dekadent und so. Aber ich brauche einen dritten Bildschirm hier, wenn ich Multistream will auf zwei Plattformen. Naja, okay. Ich finde auch alles gut verständlich. Okay, dann ist gut. War ich nicht ganz weg. Wo ist denn hier gleich nochmal ein Safe Room? Da ist jetzt einer. Ja, zumindest eine Kiste. Das ist alles, was ich wollte. Perfekt. Okay, jetzt rüsten wir uns mal ordentlich aus hier. Jetzt werden hier keine Kompromisse mehr gemacht. Packen wir uns mal ordentlich mit Kraut voll. Ich nehme gleich mal ein super Kraut. Mische mir gleich noch mal ein neues. Moment, habe ich rotes Kraut? Weil dann müssen wir nicht unbedingt drei grüne zusammenwursteln. Das ist ein bisschen Verschwendung. Ah, guck, wir haben sogar ein rotes. Packen wir gleich noch ein blaues mit rein. Das ist immer der Moment, ne, wo endlich alles, worauf man hingearbeitet hat, all die Zeit, die man gespart hat, all das, was man gesammelt hat, unnötigerweise, jetzt endlich einen Sinn hat. Und jetzt haben wir einfach mal Millionen Heilung und Millionen Magnum-Munition. Und jetzt wird hier der letzte Boss einfach zerfetzt und wir sind unsterblich. So muss das sein. Das gefällt mir. Du bist für heute raus. Okay. Gerade zum Finale. Würdet ihr lieber im Resident Evil Universum leben oder in Australien? Gibt es da einen Unterschied? Ich erkenne die Difference nicht. Ist, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ist das nicht genau dasselbe irgendwie? Also zumindest was die Größe der Spinnen angeht, ist es quasi das Gleiche, kann man schon mal sagen. Kann ich auch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stell dir vor, Resident Evil 9 spielt in Australien, wo ein Biowaffenausbruch ist und die australische Tierwelt mutiert. Kann die noch schlimmer werden? Weiß es nicht.
Aber das wäre dann, das wäre die Superlative. So eine Goliath-Spinne oder wie die heißen. Auf T-Virus, um Gottes Willen. Da sind wir aber wirklich schon im Godzilla, im Godzilla-Größenmaßstab angekommen zumindest. Eieiei. So, jetzt wird aber gleich ein gewisser Birkin ziemlich blöd schauen, wenn Leon mit seiner upgradeten 50-Schuss-Magnum ankommt. Man spart immer so viel fürs Ende und hat dann so, ja, total. Ich könnte den Boss jetzt 5-mal töten mit dem, was ich da hab, garantiert. Naja. Verification Disk confirmed. Ich glaube, das wäre dann so ein Animal Crossing Spiel im Resident Universum. Als ob das Australier juckt. Stimmt, wenn man in Australien spielt, ne? Die merken das gar nicht. Bim. Langsamster Aufzug der Welt ist auf dem Weg. Also nach allem, was man über Birkin weiß, war der schon Arsch, bevor er mutiert ist. Also da muss man nicht so viel Mitleid haben, tatsächlich. This isn't even my final form. Hundemodus aktiviert. Die Musik ist auch sehr Final Fantasy, oder? Der letzte Treffer war jetzt voll der Cheat-Treffer, ne? Ich habe ihm danach keinen Schaden mehr gemacht. Die Animation wurde noch schnell ausgeführt. Ich dachte schon, ich bin tot, weil plötzlich irgendeine Sequenz losgeht. Ich dachte schon, was? Zweiter Treffer? Heftig. Aber nee. Kannst du Birkin auch frame-knifen? Ich weiß nicht, ob es so ein Framerate-Glitch auch... Guck mal, ich bin immer noch fein. Meine Güte, Birkin. Du bist schwach. Vom wegen ultimative Lebensform. Ich habe schon mit irgendwelchen einzelnen Lickers mehr Probleme gehabt als mit dir. Vielleicht funktioniert Stöckchen werfen. Ja, das stimmt. Aber ich weiß noch, wie unfassbar episch und cool und crazy das war, als ich zum ersten Mal mit einem Freund zusammen das durchgespielt habe. Wir waren so fertig mit den Nerven und so gehypt einfach. Und so... Weißt du, wir waren schon so mit den Nerven am Ende, als wir zu Birkin gekommen sind und haben uns gedacht, das gibt's ja nicht, jetzt wirft uns das Spiel auch noch sowas entgegen. Und es war alles so krass und so episch, ne? Kann ich jetzt natürlich leider nicht mehr in dem Maß nachfühlen, aber ich liebe es, das jetzt endlich mal wieder wirklich durchgespielt zu haben. Das hatte ich damals als Kind Angst, aber hab's durchgezogen. Ja, genau. You're right. This is just the beginning. Goodbye, Ada. Thank you.
Das stimmt. Aber weißt du, ich glaube, sie hatte nie so das beste Verhältnis zu ihren Eltern. Vielleicht ist es gar nicht so tragisch. Das wird zumindest im Remake, finde ich, sehr deutlich so dargestellt, im Original. Na, gucken wir mal. Ne? Will ich jetzt gar nicht so drüber urteilen, weil ich es nicht mehr genau im Kopf habe, wie das im Original dargestellt ist, wenn wir dann Claire Story spielen. Ja, nice, ne? Dann haben wir den ersten Teil jetzt auch schon zum ersten Mal durchgespielt. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch den Claire Run, also heute nicht mehr, wir sind jetzt gerade pünktlich fertig geworden. Aber dann geht's mit dem Claire Run weiter, Claire B. Und ich denke schon, dass wir dann noch Claire A, Leon B machen werden, weil die Geschichten tatsächlich schon sehr unterschiedlich sind. Wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel auch mehr oder weniger das wahrscheinlich Kanon-Ende gesehen von Ada im zweiten Teil. Also natürlich nicht ihr Ende, obviously, aber wenn wir Leon B spielen, dann wird ja Ada zum Beispiel auch nur... Was heißt nur? Dann wird die halt gegen eine Computerkonsole geschmettert und stirbt dann in Leons Armen an ihren Verletzungen. Was offensichtlich wahrscheinlich eher nicht so das Kanonende ist. Wobei auch das könnte sie theoretisch überlebt haben, ne? Man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Den ersten Teil habe ich den ersten gesagt. Ich meine natürlich den zweiten, klar. Den ersten Run quasi von mindestens zwei, wenn nicht sogar vier. Ich finde aber auch, also der zweite ist schon sehr viel weniger trashig als der erste, ne? Vom Anfang bis zum Ende. Die Dialoge, die Synchronsprecher und Synchronsprecherin, aber auch schon allein der Song im Outro ist bei weitem nicht so cool trashig. Also ich dachte echt, der zweite hat im Original noch mehr Trash-Charme, genauso wie der erste, aber stimmt gar nicht. Der erste ist schon einfach eine Trash-Ikone. Wie nennt man das gleich nochmal? Ach, wie heißt das gleich nochmal? So trashige Horrorfilme haben eine eigene Bezeichnung. Ist es nicht Pulp, glaube ich? Ist es Pulp vielleicht doch? Egal. Vielleicht ist Ada ja wie in 7 die Baker auch so ein Megamyzet. Was weiß ich jetzt nicht. Das klingt jetzt gerade... Weiß ich nicht. Gibt's da... Hast du da... Anhaltspunkte für die Theorie. So, was passiert jetzt, Spiel? Leon. Wann und wie ist dieses Bild entstanden? Rang C. 6 Stunden. Da waren wir aber, finde ich, jetzt für einen mal wieder ersten Playthrough seit langer, langer Zeit ganz okay, ne? Rang C, ey. Die spinnen doch. Die Anforderungen von denen sind unrealistisch geworden. Okay, cool. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Abos, Bits und auch auf YouTube für die Shoutouts und nicht Shoutouts, Dingi, wie heißen sie? Für die Coolen. Was mit die Coolen? Dankeschön dafür. Fan-1050 ist jetzt ein Birdrider. Danke, Fan-Fan. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Vielen, vielen Dank für das Abo zum Abschluss. Freut mich sehr. Super nett von dir. Ja, wollen wir zumindest hier auf Twitch noch rüber raiden zu... Wer ist denn da? Zu Silent Hill. Silent Hill ist da. Silent Hill ist immer lustig, ist immer unterhaltsam. Die spielt auch passend. Die macht, glaube ich, wirklich auch einen Halloween-Special-Stream. Bin ich sehr gespannt. Das ist lustig. Die ist immer sehr, sehr, sehr lustige, sehr unterhaltsame Streams. Seid nett, sagt schön Hallo. Und genau, dann sehen wir uns nächste Woche. Na, morgen 18 Uhr sehen wir uns dann wieder hier. Gute Nacht, danke für alles und ciao. Tschüss.